Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Backstage, den Nerdwire-Podcast, wo ich, der Dirk und der Nils Hallo. und der Cengiz Hello, everybody. heute wieder alle drei zusammen sind wir hier, um mal ein bisschen zu quatschen, was in der letzten Zeit passiert ist. Ich glaube, Nils hat eine ganz lange Liste. Ich weiß gar nicht, wann warst du das letzte Mal dabei? Ja, wir haben Das war vorhin bestimmt schon schon mal 2, 3 Wochen gerätselt. her, oder? 3 Wochen war ich jetzt nicht da. 3 Wochen, da ist doch bestimmt einiges passiert, wo du sagst. Ja, Jo, gut. darüber kann ich was erzählen. Es war halt so, ne? Erst hatte mein Vater Geburtstag, dann hatte meine Mutter Geburtstag und dann hatte meine Freundin am Aufnahmetag jemanden hier zu uns eingeladen. Dementsprechend konnte ich das Wohnzimmer nicht blockieren. Ja, das war so, Okay. also es ist jetzt gar nicht mal so mega außergewöhnlich gewesen. Ich war halt einfach anderweitig beschäftigt, habe aber tatsächlich auch einiges geguckt in der Zeit und mir dooferweise nicht aufgeschrieben, was. Das heißt wahrscheinlich auch schon wieder einiges vergessen, was ich geguckt habe. Hast du Takeshis Castle gesehen? Komplett. Wie Ehrlich? fandest du es? Ja. Komplett scheiße. Nö, Komplett ich fand's scheiße. irgendwie ganz geil. Also, es lebt natürlich von der Nostalgie. Ich muss auch sagen, ich hatte irgendwie so das Gefühl, sag mal, früher war das irgendwie fairer. Also. In meiner Erinnerung ist es zum einen Mal so gewesen, dass ich das so in Erinnerung habe, dass in jeder Folge die komplett den Parcours quasi durchgemacht haben und dann bei Takeshi waren am Ende. Und nicht Ja, so wie genau, so war es hier, auch. die komplette Staffel brauchen, um irgendwie dann halt zu Takeshi hinzukommen. Das war mal so das eine, was mir aufgefallen ist. Und das andere war, dass ich auch den Eindruck hatte, so sag mal, das ist so sau schwer, dass am Ende ja gar keiner über ist und das Battle am Ende ist ja auch so mega unfair. Also, ich weiß, dass Takeshi bei den alten Folgen auch ein krasseres Auto hatte als die anderen. Ne? Da gab es ja am Ende immer diese Autoschlacht, also die sind dann alle mit so kleinen Autos da rumgefahren und in manchen Staffeln gab es halt so mit Laser und in anderen war so ein Wasser, so ein Papier-Ding vorne dran, was man wegschießen musste. Aber irgendwie war das nicht so unfair. Also hier war das ja irgendwie echt so, die Verteidiger hatten so ein kleines Miniloch, wo man mit dem Tennisball reinschießen musste. Und die anderen hatten so ein riesiges Schild, wo die mit dem Volleyball draufgeballert haben. Wo ich mir dann echt so dachte, so, naja, also irgendwie fand ich es früher fairer. Und ich muss auch sagen, ich fand früher, so aus meiner Erinnerung, waren die Verteidiger irgendwie geiler verkleidet. Also jetzt waren die ja alle so mehr oder weniger Ritter, vielleicht mal mit einem angemalten Gesicht, aber irgendwie hatten die doch früher richtig geile Kostüme. Und das hat Ja. man alles irgendwie so ein bisschen weggemacht. Also es war nicht so geil wie früher, aber ich hatte trotzdem meinen Spaß, was aber sicherlich auch deutlich am Nostalgiefaktor lag. Ich glaube, wenn man sich das jetzt anguckt und man hat früher, wo man jünger war, nie Takeshis Castle geguckt, dann denkt man sich, was soll der Scheiß? Das kann gut sein. Ich muss auch echt gestehen, ja, die Spiele sind scheißen schwer geworden. Oder die hatten schon immer schwere Spiele gehabt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, damals waren sie ein bisschen fairer. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, bei jeder Runde fliegt 90% raus, aber 80% wird dann irgendwie wieder reingeholt, weil sie ja dann den Orden des XY haben oder bei ein anderes Spielchen irgendwie dann doch nochmal wieder weitermachen dürfen. Das fand ich halt irgendwie auch ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, ob es das damals nochmal so gab, dass du nochmal eine zweite Chance bekommen hast, aber die bekommen ja Chancen an laufendem Meter. Oh ja, die sind alle fünf rausgeflogen, aber die waren alle fünf cool, also dürfen sie trotzdem weitermachen. Ja gut, aber andernfalls wäre es ja jetzt auch anhand der Schwere der Spiele so gewesen. Erstes Spiel noch, zwei Leute sind über, zweites Spiel, alle sind raus, Ende der Serie. Also. Ja, das schon, aber dann hätten sie das Spiel vielleicht ein bisschen anders da gestalten müssen. Also ich hätte jetzt da eigentlich viel mehr Lust gehabt, das Original zu gucken, das japanische Original, als jetzt die deutsche Schnittfassung. Also man merkt das so teilweise, vor allem bei den Gesprächen, die da so mittendrin da nochmal stattfinden zwischen den Fürsten und bla bla bla, dass das ja einfach nur so Off-Stimmen einmal mal schnell drüber gekloppt ist und das geschnitten ist. Während das im Original natürlich ein bisschen länger auserzählt ist, wird wahrscheinlich auf dem deutschen Markt auch keine Sau interessieren, was die da sich erzählen, weil der japanische Humor wahrscheinlich auch nicht jeden trifft. Aber mich persönlich würde das jetzt gerade mehr interessieren als den deutschen Aussprecher, der auch versucht hat, da irgendwie locker, cool, irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Witzchen reinzuhauen. Wo ich auch sage, so, okay, die treffen so 50-50. Aber das war ja früher auch schon so. Da, natürlich, das war früher auch schon so. Die hatten auch schon dumme, derbe, blöde Witze gehabt, aber. Weiß nicht, dieses Mal stört es mich mehr als damals. Warum auch immer.
Wahrscheinlich, weil man selber auch andere Sehgewohnheiten hat, ne? Also, ich habe mir das vorher schon gedacht. Also, ich habe mir schon gedacht, ja, Takeshis Castle war mega geil damals, aber das ist natürlich heute auch so ein bisschen außer Zeit gefallen. Ich muss ja sagen, während ich das geguckt habe, habe ich mir gedacht, eigentlich hätte ich viel mehr Bock, selber damit zu machen, anstatt mir das Das jetzt anzugucken. würde ich auch machen. Ich würde auch mitmachen. Habe Ich ich würde nicht mir. weit kommen. Das habe ich mir früher aber auch hin und wieder gedacht gehabt. Also ich war nie der, ich muss ehrlich zugeben, deswegen bin ich die ganze Zeit so ruhig. Ich war nie der große Takeshi-Gucker. Und von der neuen Folge habe ich noch nicht eine einzige Folge, nicht mal eine Minute geschaut. Weil am Ende gestehe ich mir selber ein, nee, du hast es damals nur geguckt als Zeitvertreib, wenn gerade, wenn ich in meiner Fernsehphase war, nichts anderes lief und beim Durchzeppen ich da mal hängen geblieben bin, dann habe ich das 10, 15 Minuten lang geschaut und dann habe ich dann wieder weitergezappt. Also ich war nie einer, der um, was weiß ich, um 15 Uhr eingeschaltet hat, wo es beginnt und habe es dann bis 16 Uhr dann durchgeschaut oder sowas. Also überhaupt gar nicht. Ich weiß, was es ist. Ich fand's, ich kann nicht immer sagen, dass es lustig war. Ich bin da so ein bisschen bei Nils. Bei manchen Events und so dachte ich mir mal, das wäre cool, warum. Da würde ich auch gerne mal mitmachen wollen, weil ich das lustig fand aus meiner Perspektive, wenn ich den Parcours durchrennen würde. Aber ich war halt nie der Takeshi-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen kann ich bei den neuen Folgen leider gar nicht mitreden. Ja, die Spielchen sind schon interessant. Also ich finde es immer komisch, wenn sie das mit Ninja, hier mit diesem Ninja Warrior oder sowas vergleichen, wo ich denke, so, das ist ein komplett anderer Ansatz. Das eine ist ja wirklich sportlich aktiv, da muss der wirklich was drauf haben. Ja. Und da geht es ja eher so, hier ist er eher auf Fun gemacht. Ja, das Ja, ist ja also das sind ja auch. wirklich Spielchen, wo auch ein Loopy was hinkriegen würde. Aber du hast halt eben einen Hindernisparcours und das ist halt das Grundgerüst für beide Sendungen. Ja, aber also ganz ehrlich, gerade hier, wenn du über diesen See rennst mit den Steinen, das ist ja Glück. Das hat ja überhaupt nichts Ja, mit ist es. Können zu tun. Ja. Aber ja, hast halt einen Hindernisparcours. Ich fand's Und irgendwie sympathisch. Also ich muss ja sagen, ich mag ja die Japaner auch einfach, ne? Und ich glaube, wer das ist nicht? schon, also das. Ich habe immer das Gefühl gehabt, Takeshi, das ist schon halt sehr japanisch, ne? Das muss man halt mögen. Absolut, Das stimmt. absolut. Obwohl das noch nicht mal das Crazieste ist. Also wenn du wirklich die japanisches Fernsehen reinziehst, denkst du so, alter Falter, was ist bei euch los, ey? Ihr arbeitet 20 Stunden, geht nach Hause, zieht euch dann 2 Stunden irgendwelchen Blödsinn einfach nur durch und dann geht's wieder zur Arbeit, oder Ja, was? anders hält man das wahrscheinlich nicht aus. Deswegen war Takeshis Castle wahrscheinlich das Normalste in Japan, weil sonst hätte es nicht rüber in den Westen geschafft. Ja, ist fast wirklich so. Also was du da teilweise für Spielshows hast, denkst du auch so, Alter. Okay, weiter geht's. Jo, in dem Sinne, weiter geht's. Ja, ich habe einen Film geguckt. Komm, mache ich mal weiter. Ich habe einen Film geguckt, den ich ja leider verpasst hatte. Jetzt habe ich ihn nachgeholt, und zwar Gran Turismo. Ah, okay. Wo ich sage, ich finde ihn okay. Ich muss sagen, der hat mich jetzt nicht komplett von den Socken gehauen. Also, boah, der war aber mega spannend und alles. Es gab gute Szenen drin, gut gemachte Szenen vor allem. Also diese Rennszenen sind gut gemacht, die sehen gut aus. Sound ist gut, nicht verkehrt. Aber die Dramaturgie da drin, die ist ein bisschen lascher, würde ich fast sagen. Also wenn ich es jetzt so vergleiche mit hier, oh, wie hieß denn der, Le Mans 66, hier mit Christian Bale und Ja. hier Ferrari gegen Matt Ford. versus Ferrari. Ja, den fand ich halt um einiges besser als jetzt den, den muss ich schon sagen. Aber ist auch eine ganz andere Richtung. Ich fand den Ja, jetzt. der Ansatz sind halt auch zwei unterschiedliche. Also die Richtung, möchte ich behaupten, ist dieselbe, aber der Ansatz ist halt eine ganz andere. Und was ich sehr schön finde, ist, ich als Zocker, ich bin ja Videospiele-Liebhaber. Finde es Das wissen wir noch gar unwahrscheinlich. nicht. Bitte? Das wissen wir ja noch gar nicht. Ja, ne? Der Wir haben ist nur dann. letzte Woche irgendwie fast 2 Stunden über Sega Dreamcast gelabert, aber ansonsten nur. Ach du heiliger Strohsack, ey. Aber was ich schön finde, ist, dass sich Sony da ein Herz genommen hat und einen Film nach einer wahren Begebenheit rauszubringen, der vom Grund her das Prinzip ist,
dass du zocken musst. Und du bist ja als Zocker, als Videospieler schon früher und jetzt ja noch viel schlimmer. Das ist immer so ein Vorurteil in meinen Augen, die viele haben. Ja, was soll denn aus dem Jungen werden? Der spielt ja die ganze Zeit nur an der Konsole. Und genau dieser Film hat es halt gezeigt, dass das Spielen den Jungen dazu gebracht hat, einen Wahnsinnserfolg zu feiern und halt wirkliche Rennen zu fahren. Man muss aber sagen, jetzt mit der Nissan Academy, das war schon eher so eine Ausnahme. Obwohl der Na heute als klar. Zocker immer noch sehr erfolgreich sein kann, aber auch beim Zocken halt, wenn die ganzen E-Sportler oder sowas, gerade in Korea, ist das ein Job. Und zwar noch Übelst, nicht mal ein schlecht übelst, bezahltes. übelst, Die sind den ganzen Tag absolut. nur an LOL zocken oder an irgendwelchen anderen Spielchen, wo die einfach Turniere haben. Und diese Turniere sind einfach ausverkauft. Die machen Stadien voll, weil Ja. die zugucken wollen, wie sie jetzt dieses Spielchen spielen. Könnt ihr mich mal ganz kurz abholen? Also, was ist da passiert? Weil Also pass auf. ich kenne Gran Turismo, das Spiel, aber das interessiert mich halt nicht. Deswegen weiß ich über den Film gar nichts. Pass auf. Ab Start der PlayStation 3 wurde ja dann den Online-Zugang, wo das ja ausgebaut wurde und Online-Gaming ja attraktiver wurde, sage ich mal, hat Sony und Polyphony Digital, die das Spiel Gran Turismo ja rausgebracht haben, die Idee gehabt, wir machen Online-Wettkämpfe. Und Und Nissan da drin, ja. genau, Entschuldigung, genau, Nissan auch noch als Geldgeber und Academy-Führer. Das heißt, du hast Rennserien, du konntest dich bewerben, du konntest mitspielen. Es gab feste Termine, feste Strecken, feste Autos. Das Tuning, das Setting des Autos konntest du selber frei bestimmen. Und du konntest Wettbewerbe fahren und wer die Bestzeiten fährt, hat es geschafft, in ein reales Autorenntraining aufgenommen zu werden. Und somit bist du praktisch von deinem virtuellen Steuer dazu berufen worden, dich hinter ein echtes Lenkrad zu setzen und Autorennen zu fahren. Natürlich musst du dann auch gewisse Etappen und Disziplin und Ausdauer und Kondition. Also du musst das ganze Training natürlich auch machen, weil einfach nur hinter der Glotze hocken und dich dann in ein Auto hocken, das funktioniert natürlich auch nicht. Also das sind natürlich körperliche Anstrengungen, die damit einfließen. Aber dann, peu à peu, sind dann eben von diesen mehreren tausenden Bewerbern dann am Ende irgendwann nur noch eine Handvoll übrig geblieben, bis dann die letzten paar eben da waren. Und von diesen letzten paar hat es dann halt einer dann geschafft, der offiziell unter Vertrag genommen wurde und dann Rennen gefahren ist. Für Nissan, in Ich glaube, es Nissan-Autos. waren, ich glaube, in Endpunkt waren es noch 10 Leute. Und wenn ich mich recht erinnere, wie das damals war, also jetzt ein Film wird so dargestellt, jetzt werden die dann live gegeneinander rennen gefahren und wer dann gewonnen hat, der kann dann weiter. Soweit ich mich erinnern kann, war das aber ein Lap-Time-Race gewesen, wo es wirklich darum ging, du hast eine Strecke gehabt, du hast ein Auto vorgegeben gehabt und wer die besten Zeiten fährt, der kommt halt weiter. Da bist du nie gegeneinander gegen jemanden anderen gefahren. Das war zumindest das, was ich noch kenne. Vielleicht kam ich auch nie weit genug, um gegen andere zu fahren, aber der Part, den habe ich noch mitgemacht. Du meinst jetzt das Ding an der PlayStation? Ja, genau, an der Ja, PlayStation, ja. genau. Also du bist Bestzeiten gefahren und wer die Bestzeiten gefahren ist, die sind dann eingeladen worden. Ja. Nee, weil in Film wird es ja so dargestellt, als würden die dann gegeneinander irgendwie Ja, die besten antreten, schon 10, mal die. virtuell. Ach so, okay, gut. Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Jetzt war ich gedanklich einen Schritt weiter gewesen, weil die besten 10 sind ja dann gegeneinander angetreten im realen Ja Leben. klar, in Ja. real dann, nee, aber es gab ja noch Ja. virtuell quasi dann dieses Entscheidungsrennen und das ist wahrscheinlich viel spannender, als wenn du einfach nur zeigst, jo, der hat halt die beste Zeit gefahren. Sondern hast du halt ein Rennen gehabt zwischen denen und das war halt natürlich dann spannender. Ja, und diese Geschichte ist dann halt eben verfilmt worden, weil das ist tatsächlich einer wahren Begebenheit. Natürlich ist es Hollywood-technisch ein bisschen ausgeschmückt worden und du siehst halt nie eine Zeitachse. Das habe ich bemängelt gehabt, über welchen Zeitraum er der Kerle von dem Moment an, wo er sich für die Academy über die PlayStation beworben hat, bis hin, wo er Le Mans mitgefahren ist, hätte ich mir halt gewünscht, das war das Jahr so und so, das war der Monat so und so. Und dass du dann halt immer mal kleine Einblendungen bekommst, dass du ein Gefühl bekommst, über welchen Zeitraum das alles war. Und in dem Film hat sich das angefühlt wie
Ja, ich übertreibe jetzt mal. Innerhalb von 6 Monaten ist er vom Fernseher zum Le Mans-Fahrer geworden. So hat sich das halt grob angefühlt. Du hast nur ganz kleine Hints bekommen, dass da jetzt, ich glaube, an einer Stelle ist irgendwo gesagt worden, ein Jahr ist es jetzt her, wo du von der Konsole jetzt hier stehst, wo du gerade bist, ist, glaube ich, in dem Film irgendwo genannt worden. Das ist der einzige Anhaltspunkt, den du filmisch hast, über welchen Zeitraum sich das erstreckt hat. Aber in der Realität war das, glaube ich, noch viel, viel länger gewesen. Und es hat sich erwiesen, dass die Zocker tatsächlich auch am Ende gute Rennfahrer geworden sind. Im realen Leben. Fängst du wieder an zu spoilern? Nein. Dank dir wusste ich, wie der Film ausgeht. Ich wusste es nämlich vorher nicht. Ja, aber das hat ja jetzt nicht so viel von der Spannung weggenommen. Sei mal ehrlich, Dirk. Nee, es geht. Aber ich muss sagen, das finde ich eigentlich jetzt gar nicht so eine Scheißidee. Besser als wenn man jetzt gesagt hätte, wir machen den Gran Turismo-Film und dann ist halt irgendwie so ein stinknormaler Rennfilm, weißt du? Und das habe ich gedacht gehabt, wie ich das erstmal gehört habe, es kommt ein Gran Turismo-Film. Ich so, ach du Scheiße. Haben wir dann so eine Gurke wie Need for Speed, weil der Film, der war ja auch übelst Grütze gewesen. Aber wie ich dann nach einer wahren Begebenheit und dass es dann um die Academy ging, habe ich mir gedacht, ey, daraus könnte am Ende tatsächlich noch ein guter Film kommen. Und am Ende war der Film wirklich okay. Also ich fand ihn nicht schlecht, ich fand ihn sogar gut. Was ich finde ist, was man erleben sollte in meinen Augen, den Film im Kino zu sehen, weil der Sound war bombastisch. Sound war wirklich gut gewesen, finde ich. Und die ein oder anderen Gimmicks mit eingebaut haben, wie auch eben die Kamerafahrten und alles Mögliche. Das war schon sehr gut gewesen. Das war schon wirklich sehr gut. Hat Er sieht Spaß auf jeden gemacht. Fall gut aus, das stimmt. Aber wie gesagt, so inhaltlich gab es Filme, die mich mehr abgeholt haben, die ich Ja, spannender fand. ja, ja. Aber doch, kann man auf jeden Fall gucken. Nicht nur als Gran Turismo. Weil ich glaube, es ist eigentlich wurscht, ob du jetzt sagst, da steht jetzt Gran Turismo drauf oder nicht. Ich glaube, da kannst du jeden reinnehmen. Das ist jetzt nicht so, dass du die Spiele kennen musst. Was willst du da großartig kennen? Ich meine, das ist ein Autorennspiel. Naja, aber du Aber das ist kanntest jetzt ja nicht nur für offensichtlich, Fans. diesen Wettbewerb. Ja, ich habe ja mitgefahren. Oh. Also, was heißt mitgefahren? Es klingt so, als boah, da wäre ich ganz oben dabei gewesen. Ich war einer von den ganzen Nubis da unten, die auf Platz 2000 sonst was waren. Also nicht wirklich weit gekommen wären. Aber zumindest habe ich es probiert. Und meine Fähigkeit war schlecht. Ich habe es nie probiert, ich habe das nie wirklich verfolgt und im Nachhinein wäre es vielleicht gar nicht mal so verkehrt gewesen, aber 2 Punkte, die dann bei mir dafür gesorgt haben, dass es mich nicht wirklich interessiert hat. Punkt Nummer 1, ich bin nicht so der Online-Spieler. Ich spiele lieber Singleplayer und habe meine Story. Und zweitens, um in diesen Regionen überhaupt ansatzweise mitfahren zu können, brauchst du schon ein sehr gutes, verdammt gutes Lenkrad. Also mit deinem Joypad da mitzufahren, brauchst du erst gar nicht anfangen, weil da fehlt dir jegliches Streckengefühl und das Gefühl vom Auto, weil das Feedback, das dir so ein Force-Feed-Lenkrad mittlerweile mitgeben tut, jetzt über die letzten paar Jahre seit PlayStation 3-Zeiten und diese Lenkräder entwickeln sich ja immer weiter und die Spiele entwickeln sich ja immer weiter. Du hast da mittlerweile eine Resonanz und ein Gefühl. Ich will nicht sagen, dass es schon der Realität wirklich nahe kommt, aber du bist da schon sehr auf einem verdammt guten Weg. Also du hockst dann zu Hause, hast dein Gas, Bremse, Kupplung, Gangschaltung und dein Lenkrad, das eben Force-Feedback, also Resonanz mitgibt, mit G-Kräften und alles Mögliche. Und wenn du das nicht Minimum hast, brauchst du bei diesen Online-Wettbewerben erst gar nicht mitmachen. Da hast du keine Chance. Ich spiele online sowieso nirgendwo mit, weil ich einfach zu wenig Zeit habe, um da irgendwie üben zu können oder sonst was machen zu können, dass ich sage, okay, ja, da macht es Sinn, dass ich da gegen jemanden antrete. Auch bei gewissen Spielen mit Kumpels online ist ganz lustig, aber jetzt online mit der ganzen Welt, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Stimmt gar nicht. Eins gibt's. Was? Eins spiele ich ganz gerne online gegen sehr viele anderen, und zwar Tetris 99. Okay, gut.
Das geht. Und da komme ich auch manchmal unter die Top 10. Also da bin ich auch gar nicht mal so schlecht. Kommt halt darauf an, ob die Japaner mitspielen gerade oder nicht. Ja, crazy people. Gran Turismo, Ja. Spiele. Nils, was hast du noch So. geguckt? Einiges habe ich geguckt. Ach, lass mich mal kurz ein bisschen was abhaken. Also, Hijack habe ich fertig geguckt. Ne? Idris Elba ist im Flugzeug von New York nach London. Das Flugzeug wird entführt. War am Ende irgendwie okay. Also war schon ein geiler Thriller. Ich fand dann hinten raus ging es mir so ein bisschen wie bei dem Film The Commuter, dass ich mir so dachte, so, ja, aber so richtig alles aufgelöst ist ja jetzt nicht. Also so, weißt du, da geht es dann auch um so eine große kriminelle Organisation und ich sag mal so, die Fußsoldaten, die sind natürlich dann am Ende quasi überführt, aber die Bosse, das war dann irgendwie scheißegal und dann war die Sendung vorbei. Ja, und ich würde sagen, ist ganz solide, ne? Wenn man halt so einen Flugzeugthriller mag. Ist das eine Dann Serie oder als Film? ist eine Serie auf Apple TV. Okay, Also wir haben okay. viel auf Apple TV tatsächlich geguckt. Eine Dann Staffel? eine Staffel, 7 Folgen und dann ist das Ding durch. Oder 8 Folgen. Okay, das finde ich ja mal in Ordnung, dass es auch sowas gibt. Dann haben wir angefangen, auch auf Apple TV Plus, Platonic. Das ist mit Seth Rogen und Rose Byrne. Und sie Oh. ist halt so eine Hausfrau, Mutter und früher war er ihr bester Kumpel. Und jetzt kriegt sie mit, dass er sich scheiden lässt, nachdem die 10 Jahre nicht miteinander geredet haben. Und dann fragt sie so nach, so, jo, wie geht's dir? Und dann nähern sie sich aber quasi wieder an. Und er ist halt so das komplette Gegenteil, ne? Sie ist halt so eine durchgeplante Frau von einem Anwalt und alles ist irgendwie so ganz oberkorrekt und er macht jetzt halt eine Bar auf und ist so ein totaler Schluffi. Also eigentlich das, was er immer spielt. Ja, genau. Und ich muss tatsächlich sagen, das hat uns beide jetzt nicht so angesprochen. Also wir haben jetzt nach 3 Folgen wieder Oh, nicht? aufgehört Okay. damit, weil, ja, also ich muss sagen, ich habe auch das große Problem, ich habe schon mal eine andere Serie mit Rose Byrne auf Apple TV angefangen und ich finde, die spielt immer Leute, die ich scheißen unsympathisch finde. Also vielleicht finde ich sie auch unsympathisch, da bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, aber ich finde, die Rollen, die sie spielt, das sind immer so richtig ätzende Figuren und das kann, die ist dann halt die Hauptfigur und dann mag ich, kann ich mir nicht angucken. Also das war dann eher Quälerei, sage ich mal. Ich bin häufig schon raus, wenn ich Seth Rogen höre oder lese. Das ist nämlich auch nicht mein Humor. Bei Seth Rogen muss ich sagen, weil ich gesagt habe, so wie du ihn beschrieben hast, eigentlich so wie jede Rolle, Seth Rogen ist ja gefühlt genauso wie Adam Sandler. Egal welchen Film er macht, der Grundtenor ist immer derselbe. Der kann noch so ernst sein, aber er ist immer dieser Schluffi. Aber jetzt Ah. von dieser Serie selber hatte ich jetzt auch noch nichts gehört, aber wenn du sagst Seth Rosen und Rose Byrne, sollte es ja eigentlich recht gut harmonieren, weil die beiden haben ja schon zwei Filme zusammen gemacht, Bad Neighbors Teil 1 und 2. Und eigentlich finde ich Rose Byrne geil. Also ich mag sie, ich finde, sie ist eine wahnsinnig attraktive Frau, sagen wir es so. Und ich Ja, mag sie also eigentlich. optisch finde ich die jetzt auch nicht schlecht, aber sind die eher Weiß nicht mal, wer das unsympathisch. ist. Wie hieß die Serie? Platonic. Platonic. Gleich mal aufschreiben. Apple TV. Dann mache ich gleich weiter. Ich habe nämlich noch Ja. 2 Serien von Apple TV Plus und 3, wenn dann die noch kommt, über die Genghis unbedingt reden möchte. Ja. Einmal haben wir gestern angefangen, Pachinko. Das ist eine Serie, da geht es um eine Familie, koreanische Exilanten quasi. Also die Serie spielt auf verschiedenen Ebenen. Wir haben jetzt nur die erste Folge gesehen, aber es ist jetzt auf jeden Fall so, dass wir sehen, wie die Oma in der Family als kleines Mädchen im Korea lebt, das von Japanern besetzt ist.
Die andere Story, die quasi parallel läuft, ist in der aktuellen Zeit, wo ihr Enkel so ein Banker ist und irgend so einen Verkauf von so einem Hotel klar machen soll. Und am Ende von der Folge war es dann halt so, dass man in der Zeit war, wo die Oma quasi ihren Mann kennenlernt. Und man weiß halt auch, dass ihr Sohn so eine Pachinko-Halle haben wird später in Japan. Das ist alles, was ich jetzt weiß, aber es ist halt so eine Generationengeschichte, Familiengeschichte, ne? Fand ich aber gar nicht schlecht. Also das gucken wir noch weiter. Habe ich, glaube ich, auch auf meiner Watchlist drauf. Sah nicht verkehrt aus. Aber ich bin immer noch Ja. an Foundation und habe da auch nicht weitergeguckt, weil ich gerade wieder bei One Piece dran bin. Da habe ich das mittlerweile bis 30, Folge 30 geschafft. Juhu! Boah, dann hast du ja nur noch 980 oder 900 so am vor Arsch, ey. Ich dir. habe noch 1000 noch was. Ja. Ja, es dauert noch ein bisschen. Es dauert noch ein bisschen, bis ich durch bin. Aber so langsam kommt man so durch. Und ganz ehrlich, ich habe es auch nicht eilig. Warum soll ich mich da jetzt da durchrushen wie ein Irrer und keinen Spaß dran haben? Hauptsache, ich habe es durch, sondern ich freue mich da drauf. Weißt du, dann so, okay, hast du heute Abend nochmal eine Folge One Piece, juhu, und das hast du die nächsten 3 Jahre, ist doch super. Ja, so kann man es zusammenfassen. Ja, mindestens die nächsten 3 Jahre. Aber dann hast du doch so eine Konstante quasi. Das ist doch wie die Na, Leute, die sich dann fein. abends immer die Telenovela sich reinziehen. Sei es jetzt Ja. hier, ich weiß gar nicht, gibt es die überhaupt noch? Verbotene Liebe, GZSZ. Marienhof, Ja. GZSZ. Unter uns. Das hast du dir auch jahrelang reingezogen und das war halt so eine Berlin Konstante. Weißt du, Parknacht. so abends hast du dann halt deine Serie da geguckt. So, ich nie, aber meine Mutter war immer ganz gut dabei und dann habe ich jetzt One Piece. Damals halt Meine Dragon Ball. Okay, Dragon Ball war schneller durch als jetzt wahrscheinlich One Piece, aber ist auch so ein Ding. Oma hat immer Verbotene Liebe und dann Marienhof geguckt. Und ich, das Einzige, was mir noch hängen geblieben ist, ist halt der Jingle von Verbotene Liebe. Forbidden Love. Ganz genau, der. Habe ich James hat nie auch geschaut. geguckt, sehr gut. Nein, habe ich nie Nein, geschaut. nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Pass auf. Habe ich echt nie geschaut. Hat mich nicht gejuckt. Was ich aber definitiv geguckt habe, gebe ich offen und ehrlich zu. Das erste Jahr oder die ersten 1,5 Jahre keine Folge verpasst von GZSZ, wie das damals neu begonnen hatte. Und dann wurde es mir irgendwann zu langweilig und dann kam Unter uns. Und Unter uns ist ja gefühlt die jüngere Version von GZSZ gewesen. Und dann habe ich angefangen, ungefähr 1,5 Jahre jede Folge von Unter uns zu schauen. Und dann wurde mir das dann auch zu langweilig und dann habe ich damit auch aufgehört. Also die zwei Serien, die ersten 1 bis 2 Jahre voll durchgezogen und dann nö. Also ich habe ja hier diese ganzen Telenovela weniger geguckt, aber da gab es ja meistens dann nochmal eine Serie dahinter, ne? Diese ARD, bla bla bla, Abendserien. Und eine, die Mac, mich echt damals gecatcht hatte, war Sternfänger gewesen. Das kam Magnum, A-Team. 2002 raus. Sagt mir gar nichts. 2002 mit Norah Tschirner war damals dabei und Oliver Pocher und was weiß ich, also Leute, die heutzutage wieder keine Sau kennt. Aber ich fand das damals cool, das war so ein Coming-of-Age-Dings gewesen. Und damals war ich, was, 17? Also passte das noch halbwegs. Also fand ich cool. Wie, das gibt's jetzt auf Amazon Prime? Echt jetzt? Das Ding habe ich mir damals sogar auf DVD geguckt, aber DVD kannst du heutzutage nicht mehr gucken, ohne Augenkrebs zu kriegen. Das ist ja. Das funktioniert, du hast einfach nur einen schlechten Fernseher. Ich finde auch, du bist da zu streng. Ich habe schon mal eine DVD geguckt auf meinem großen Fernseher und ich finde, das ist okay. Das ist natürlich Ist nicht, ja, es okay. ist natürlich nicht High Definition, die dir das Gesicht wegbläst, so wie wo man das erste Mal eine Blu-ray geguckt hat, aber du tust immer so, als könnte man nichts mehr erkennen und das finde ich jetzt auch nicht so zutreffend. Das ist aber auch so. Ich hab mir gestern erst wieder 4 DVDs im Kick gekauft und 2 Blu-rays. Die waren da runtergesetzt gewesen. Ich war mit meiner Mama dort, weil die wollten nach so Krimskrams schauen. Und ich so, ja los, komm auf, dann lass uns reingehen. Und die haben ja wirklich so eine Krimskrams-Ecke. Also Kick hat ja nicht nur Klamotten, sondern da findest du ja von Deko und was weiß ich all für einen Müll. Und da war dann unten irgendwo im Regal ein Körbchen mit DVDs und Blu-rays. Und ich so, oh, da wollen wir doch mal gucken. Und am Ende habe ich glaube, 5 oder 6, ich glaube, 5. 5 Filme für jeweils 29 Cent mitgenommen. Ich so, ja. Alter. Die nehme ich mir mit, die gucke ich mir an. Vor allen Dingen sind es zum Teil auch Filme, die ich halt immer gucken wollte.
Und wie zum Beispiel Forrest Whitaker in Der letzte König von Schottland. Nie geschaut. Was? Den gibt es für 29 29 Cent. Cent? Ich glaube, da gehe ich mal zu Kick die Tage. 29 Cent, ich so, nehme ich mit. Dann waren da noch so zwei, drei Teenie-Filme. Die habe ich eigentlich eher mitgenommen, weil ich die Schauspielerin eigentlich recht cool und auch recht interessant finde. Und einen Film, den haben wir sogar in der Sneak gesehen, The Founder, und zwar die Vorgeschichte von McDonald's mit Michael Keaton. Ah, The Foundation, ja. Nicht The Nee, The Foundation, ja, Founder. The Founder, The The Founder, Founder, genau, ja. ja. Und der war auch 29 Cent. Ich so, dafür nehme ich mit und gucke mir nochmal an, weil der Film war echt nicht verkehrt gewesen. Und das war jetzt auf Blu-ray oder DVD? Das war auf Blu-ray. Also die zwei. Warte. Zwei Teenie-Filme waren auf Blu-ray und die anderen waren DVDs. Also The Founder und Der letzte König von Schottland war auf einer DVD gewesen. Ja, also hier den Krempel, wo wir zurückkommen, den Krempel, der nicht hier angefangen hat, Sternfänger, gibt es auf Amazon Prime mit ARD Plus, warum ich auch immer ARD Plus brauche, obwohl ich eigentlich GZ-Gebühren zahle, aber egal. Hat 26 Folgen, gibt es aber nur ein SD. Das ist schon ganz schlecht. Kannst du dir auf dem Handy angucken. Ja, genau. Aber was ich immer ganz komisch finde bei Amazon Prime, die machen immer diese Warnhinweise, ne? Warum ist das Ding jetzt so ab so viel freigegeben? Und da steht hier Nacktheit, Gewalt, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Rauchen, sexuelle Inhalte. Wo ich mir denke, so Leute. Jetzt wissen wir, warum der Dirk so ist, wie er ist. Die Serie Ja, war genau. schuld dafür gewesen. Ja, wo ich mir denke, so nichts davon trifft eigentlich so richtig zu. Ey, Gewalt, da hat mal einer in die Fresse gekriegt. Weißt du, okay, die haben Na sich also. geschlagen und da hat einer mal eine blutige Nase gehabt. Das ist bei den Gewalt. Na, da, Drogenkonsum, keine hallo? Ahnung, weil einer raucht oder was. Ist Das das für ist. dich keine Gewalt? Soll ich dir mal auf die Nase kloppen? Ja, nee, aber die tun so, als wäre das die bösartigste Serie aller Zeiten hier. Ich finde es ja interessant, dass das mit Nora Tschirner und Oliver Pocher ist. Ey, die waren auch noch jünger damals. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, da kannte die auch noch nicht so wirklich jemand. Ich meine, das Ding ist von 2002. Das ist schon echt 21 Jahre jetzt her. Da merke ich schon wieder, wie alt man ist. Verdammt, ey. Da gab es das letzte irgendwie bei Instagram. Hat einer mal so: Ja, das war die Mucke der 2000er, Anfang der 2000er. Und ich denke so: Scheiße, bist du alt geworden. Ja, Scheiße, bist du alt geworden. aber jetzt nur mal, um eine kleine Brücke zu schlagen. Du sagst von 2002 und damals hat die noch keiner gekannt. Den großen Durchbruch, möchte ich mal behaupten, hat ja Nora Tschirner mit Keinohrhasen gehabt und der ist aus 2007, also 5 Jahre später und dann ging ihre Ja. Karriere richtig steil. Ja. Ich meine, Oliver Pocher war damals auch noch nicht so, glaube ich, der Comedian. Der kam auch erst später. Das waren wirklich so die ersten kleinen Rollen, die sie Pocher. wahrscheinlich so hatten für. Pocher war früher bei Viva auch schon unterwegs gewesen. Ja, stimmt. Aber da war jetzt auch nicht der super Comedian gewesen, wie er jetzt vielleicht. Naja, heute ist er jetzt Ja, auch nicht mehr, aber wie er es mal so ja, zwischendrin war. ja, 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 ja. Also das kam dann auch danach. Ja, der hat. Seine Ära, wo er dann jetzt auch Stand-up gemacht hat. Das war ja alles danach gewesen. Ja. Irgendwann um die 10er rum oder sowas, wo es dann bei ihm Der losging. hat ja dann irgendwann nochmal Vollidiot gemacht und sowas. Der hat ja auch so ein paar Filmchen nochmal mitgemacht, aber damals. Ist er sogar von ihm? Ist eine Das war direkt Buchverfilmung, von ihm. die Ja. er gemacht hat, ne? Ja. Ja, läuft. Ah, wo wir schon dabei sind, ich krieg gerade eine E-Mail von Prime Video, dass sie wieder Filme haben für 99 Cent zum Ausleihen. Wo ich Da falle gestehen muss, ich. ich habe das letzt den Film ausgeliehen für 99 Cent und ich habe ihn nicht geguckt. Scheiße. Ich bin da zweimal drauf reingefallen, weil für 99 Cent kannst du ja im Grunde echt nichts verkehrt machen. Die haben da immer so ein, zwei Top-Filme der Woche oder des Monats, die wirklich recht brandaktuell sind. Aber ich vergesse halt jedes Mal dann immer wieder, ich habe ja Sky zu Hause und wenn bei Prime diese Filme für 99 Cent angeboten wird, dann dauert es meistens ein, zwei Wochen und dann laufen sie auch auf Sky. Ich mag kein Sky. Aber ich finde Sky gar nicht mal so verkehrt. Ey, also Sky nicht direkt, aber wow. Ihre Streaming-Player ist einer der schlechtesten Programmierungen aller Zeiten. Nicht ganz. Ich glaube, Nils und ich hatten uns mal einen Film angeguckt, auch so Oh ein ja. Low-Dingsbums, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, wo sie die Perfect ganzen Sinne Sense. verlieren. Perfect Sense. Und den Geiler mussten wir uns Film. auf irgendeinem beknackten Streaming-Dienst angucken, wo ich beinahe Videobuster. 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 Alter, wir beide hingen da wahrscheinlich Stunden dran, um das Ding überhaupt zum Laufen zu kriegen.
Ich habe den am Und Ende ganz im ehrlich, SD auf Amazon geguckt, weil mir das zu doof war. hätte ich das nicht gucken müssen, in Anführungsstriche, weil wir den halt ja drüber quatschen wollten, hätte ich irgendwann gesagt, ja, dann halt nicht, dann könnt ihr mich mal. Das ist ein beknacktes Ding gewesen. Nie wieder Videobuster. Videobuster, ey. Hört sich an wie der Nachfolger von Blockbuster. Nee, das war diese Von der. Videothekenkette und die haben es auch noch Ja. mal mit Streaming versucht. Ja, meine ich ja. Die hieß ja Blockbuster in Amerika. Ach so, ja, aber in Deutschland gab es Videobuster. Also ich habe mir früher Blu-rays bei Videobuster ausgeliehen. Okay, das kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Was ich jetzt gelesen habe, wo wir bei dem Thema sind, dass Netflix jetzt quasi die letzten DVDs verschickt. Und ich meine, sie machen das immer Was? noch? Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt keine. Ich dachte, das wäre schon lange erledigt. In Amerika heißen sie jetzt wohl nach 25 Jahren, verschicken sie die letzten DVDs. Du kannst nochmal 10 dir holen. Und das sind dann einfach random Filme. Ne? Du leistest 10 Filme aus und dann kriegst du wahrscheinlich irgendwie a Sneak. Und dann Von darfst du die bis. behalten. Nö, das nicht. Die musst du trotzdem wieder zurückgeben bis Oktober. Und dann schmeißen sie weg. Keine Ahnung, was sie mit den Dingern machen, aber die sagen dann auch, okay, es war jetzt lange genug und ganz ehrlich, der Anteil von den Einnahmen, was sie an Videoverleih verdienen, ist halt so gering im Gegensatz zu dem Streaming-Anteil, dass sie sagen, ey, das rentiert sich halt für uns nicht mehr. Mich hat es ja sowieso Ja, gewundert, dass sie das überhaupt noch machen. Also, dachte, das ich ist hätte gedacht, das haben sie schon vor Jahren eingestellt. ja auch wirklich nicht mehr der zeitgemäß. Ich meine, ich habe noch die Anfänge mitgemacht von Amazon. Da gab es doch die Verleihplattform, wie hieß sie, iLove oder sowas. Da Eine konntest du auch Erinnerung. DVDs und Blu-rays konntest du dir nach Hause schicken lassen. Hast du dann den Film nicht in der Hülle, sondern die blanke Disc in einem Umschlag bekommen. Gleich mit einem Rückumschlag konntest du den Film wieder reinschieben und wieder so einen Aufkleber, so einen Abzieher abmachen, zukleben, Briefkasten und dann ist das Ding wieder zurückgeschickt worden. Da musstest du aber wirklich, damit sich das lohnt, die Schlagzahl, die musstest du recht oben halten, weil mit Ausleihen zu dir schicken, Film dann im Idealfall an dem Abend dann gleich gucken, dann am nächsten Morgen gleich wieder in den Briefkasten. Dann muss der ja wieder zurückgeschickt werden und du bekommst den nächsten Film immer erst, wenn der vorherige Film wieder bei denen eintrifft. Und mit dem Wochenende dazwischen, da musstest du schon Glück haben, dass du die Woche zwei Filme überhaupt bekommen hast. Und zwei Filme für, ich weiß gar nicht, hat das 10 € damals oder irgendwas gekostet gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil damals gab es ja auch noch kein Prime. Und wie dann das Prime dann kam und dann der Streamingdienst dann eröffnet wurde, dann ging ja dann das iLove dann auch immer mehr zurück und ist ja dann gecancelt worden. Ja, braucht es dann nicht mehr. Weil wahrscheinlich auch Ja. sich viele gedacht haben, warum sollte ich mir jetzt die DVDs noch zuschicken lassen, wenn ich Ja, das wenn direkt du es streamen halt direkt kann. streamen kannst, genau. Und das gab es ja eben vorher dann noch nicht. Da war halt noch der Videothekenmodus gewesen. Ich habe das Gefühl, die ganzen Videotheken haben sich irgendwie dann umgeändert in Merchandise-Läden mit ein bisschen Elektro, Zigarette etc. Das sind jetzt mehr so Mischwarenläden geworden, statt dass sie noch irgendwas verleihen. Ja, aber macht ja auch keiner mehr. Also sind wir doch mal ehrlich. Also wer würde denn da jetzt noch irgendwo hingehen und 3 € jetzt für eine Blu-ray bezahlen, die du am nächsten Tag dann schon wieder zurückbringen musst? Bei Blu-rays mache ich es weniger. Was ich mal immer mal ganz gerne mache, ist, die haben ja auch Spiele. Ja, gibt's denn Dass ich sowas noch? sage, weiß ich gar nicht, gibt es die Movie Version da oben noch? Ich glaube nicht, aber da Nee. war es halt damals noch, weißt du? Das ist schon wieder ein bisschen Ja, her. okay. Bei Games kann Da man bist das du mal halt, machen. da bist du halt hingegangen, hast du das Wochenende mal ausgeliehen für einen Zehner und dann wusstest du, okay, lohnt sich das Ding zu kaufen oder nicht? Im besten Fall hast du es vielleicht durch, ich natürlich nicht. Ich brauchte ja immer Jahre für Spiele, aber da wusste ich zumindest, okay, es lohnt sich zu kaufen. Ja. Aber die Zeiten sind ja auch schon wieder rum. Jetzt, da der Online-Sektor da ja auch wieder gewachsen ist, da bin ich ja dann zum Beispiel auch ein Freund davon. Du wartest mal eine gewisse Zeit und dann kriegst du auf dem Gebrauchtsektor, kriegst du die Spiele ja schon relativ günstig. Ja gut, Gebrauchtsektor gab es schon immer. Damals war es halt Flohmarkt, heute ist jetzt alles online. Ja, da kriegst du es. Du konntest ja nicht in ganz Deutschland auf jeden Flohmarkt fahren, nur um ein Final Fantasy VII, sage ich jetzt mal, irgendwo zu ergattern. Und jetzt durch die Internetmöglichkeiten hast du ja mit 3 Mausklicks hast du das Ding ja schon übermorgen bei dir zu Hause im Briefkasten. Also das ist schon geil. Was das angeht, das ist schon geil. Aber so, ich war zum Beispiel am
Wann war das gewesen? Donnerstag. Donnerstag war der Feiertag. Da bin ich mal noch auf den letzten Drücker nach Fulda rüber gefahren, weil ich Langeweile hatte und habe mal geguckt, ob es denn in Fulda überhaupt noch einen Game Shop gibt. So richtig klassisch, weil ein Nee. GameStop, den gibt es ja nicht mehr. Und ein Game Shop habe ich gelesen, da muss es wohl einen kleinen Laden geben, der macht aber auch so ein bisschen Funko Pop mäßig und was weiß ich. Aber da wohl auch nur nach telefonischer Rückfrage. Und Hör ich ich zum habe, ersten Mal von. ja, musst du mal googeln. Und es gibt einen, bei dem war ich jetzt sogar schon persönlich zu Hause gewesen, weil er es von zu Hause aus macht. Der hat einen richtigen Videospieleladen bei sich zu Hause, in seinem Arbeitszimmer. Da ist von bis alles Mögliche und der ist auch online auf eBay und überall recht gut präsent und auf Kleinanzeigen. Bei dem war ich während der Corona-Phase zwei, dreimal gewesen und habe da eigentlich auch sogar recht gut Geld gelassen. Im 100, 150-Euro-Bereich und ein paar Sachen immer mitgenommen, die er dann doch hatte. Und jetzt am Donnerstag habe ich so einen kleinen Second-Hand-Laden ausgemacht. Ja, verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Straße heißt. Und zwar, wenn du eine Querstraße von der Bahnhofstraße, wo früher doch auch mal diese große Videothek war. Und Ja. eins, zwei Häuser weiter, da ist so ein Perser, so ein Ja, Iraner. ich weiß ganz genau, wen du meinst. Alter Falter, da kaufst du ein? Ich bin da mal rein, weil ich über Google bin ich halt drauf gestoßen, dass der da auch Videospiele und so verkaufen tut. Und da habe ich Ja, mir tut gedacht, er. da fährst du mal hin. Aber das ist ja, also ich habe sogar auch zwei Spiele gekauft. Ich hätte sogar noch mehr mitgenommen, aber der liebe Herr, ich habe dann, ich will nicht sagen diskutieren, also wir waren wirklich fair von beiden Seiten gewesen und wir haben uns dann auch, weil es ziemlich zum Ladenschluss war, wir waren dann alleine und haben uns dann auch ein bisschen unterhalten gehabt. Aber er ist halt mittlerweile auch so in dieser Bubble. Er guckt halt auch im Netz, für was gewisse Spiele für wie viel gehandelt werden, mit einem Durchschnittspreis und und. Wo ich persönlich dann halt sage, und das sage ich ja schon immer, nee, ich habe keinen Bock auf dieser Welle mitzureiten. Also für mich hat ein gewisses Spiel, für das ich Interesse habe, einen gewissen Wert. So, nur weil es jetzt im Internet für, weiß nicht, für 50 Euro gehandelt wird, sage ich, nee. Also ich bin ehrlich und fair und sag 15, 20 Euro maximal, mehr gebe ich dafür nicht aus, ansonsten lasse ich es liegen. Nur weil im Internet das halt jetzt gehypt wird und der Retro-Markt gerade explodiert, dann sage ich ganz ehrlich, dann lasse ich das Ding liegen und in 5 Jahren kriegst du es wahrscheinlich für 5 Euro nachgeworfen, wenn die Welle wieder abflachen tut. Und da habe ich halt einfach keinen Bock drauf. Am Ende waren da zwei Spiele mit dabei, sonst hätte ich 5 Spiele mitgenommen. Und das war jeweils für einen Zehner gewesen und nee, für 12. Für 12 und hab dann gemeint gehabt, ja, das ist dann auch gut und das war's dann. Aber ja, weil du schon so gelacht hast, Dirk, ob ich da nochmal hingehe oder nicht. Vielleicht, wenn ich mal zufällig vorbeilaufe, gucke ich nochmal grob. Aber es ist schon so ein Laden gewesen. Hui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 u
Das finde ich dann frech. Normalerweise, wenn er was drauf gehabt hätte, hätte er gesagt: Ja, los, komm, gerade keiner da, nimm dir, such dir eine bessere Höhle aus, switch das Cover, switch das Spiel und nimm dann von mir aus die bessere Hülle mit. Vor allen Dingen, weil die anderen Spiele, die da halt rumlagen, das waren 1-Euro-Artikel gewesen oder 2-Euro-Artikel-Games. Und dann hätte es auch keine Sau gejuckt, der nächste, der kommt und nimmt für 2 Euro dann so ein angenagtes Ding mit. Weil für 2 Euro mehrt keiner rum. Aber nun ja. War eine Erfahrung, Es war lustig. ist auf jeden Fall eine Erfahrung, aber ich hatte seitdem irgendwie nie wieder Lust, da reinzugehen. Warum auch immer. Vielleicht, weil auch sein Laden von außen halt so eine Optik aufweist, wie halt eine Gerümpelkammer, aber na gut. Ja, ist es wirklich. Es ist wirklich. Es ist wirklich. Also, ich war noch nie in einer Messi-Bude gewesen, aber genau das stelle ich mir unter einer Messi-Wohnung vor. Da ist Genau halt das. alles drin. Da hat er Alles. dann eine Gitarre von was weiß ich woher, neben Bügelbrett, neben was weiß ich, was er gefunden hat, irgendwelche alten Radios. Alles, alles, alles. Wo Also ich mir auch denke, so, ich was glaube, du. willst du denn für diese alten, vernagten Radios noch haben? Das ist teilweise hier auf dem Sperrmüll. Ja, also ich glaube, gehen wir jetzt einfach mal von aus. Nee, jetzt hätte ich meinen Satz falsch begonnen. Ich möchte mal behaupten, dass du da drin sehr viel findest, was du vielleicht so brauchst für zu Hause. Sagen wir mal jetzt, weiß ich nicht, PC-Lautsprecher oder ein WLAN-Stick habe ich gesehen von Fritz. Hat der auch da drum liegen gehabt. Oder Videospiele oder CDs oder eine Anlage, eine Surround-Anlage, ein Bügelbrett, von allem irgendetwas. Aber du musst dir ja dann bei dem Zustand, wie das da alles rumliegt, dann halt wirklich die Gedanken machen, wenn du jetzt nach Hause gehst, musst du das Ding aber sofort ausprobieren, weil du eigentlich keinen Schimmer hast, ob das Ding noch funktioniert oder nicht funktioniert. Das würde ich direkt bei dem machen. Wo willst du das machen? Du Wo musst die willst du das Steckdose machen? finden. Du musst die Ja, Steckdose da finden. musst du erstmal den halben Laden ausräumen, wegräumen, um überhaupt eine freie Steckdose zu finden. Also es ist eine spezielle Erfahrung, bei ihm einzukaufen. Vom Laden her, vom Typen her, von alles so ein Ja. bisschen. Also Aber er selber war nett gewesen, muss ich sagen. Er war schon nett. Er ist ich sage jetzt schon. nicht, dass er unfreundlich ist, aber er hat teilweise Ja. halt echt eine Einstellung, wo ich sage so, weiß nicht. Ja. Für jemanden, gegenüber jemanden, der vielleicht Ahnung hat von dem, was du da versuchst zu verkaufen, schwierig. Wenn du jemanden hast, natürlich, der keinen blassen Dunst hat, dann ja, bitteschön. Der sagt, oh klar, nehme ich. Also in der Zeit, wo ich da war, ich bin ja doch ein bisschen versumpft, kam ja der eine oder andere, die ein oder andere vorbei und haben da mal ein bisschen rumgestöbert, haben nach dem und dem gefragt, haben auch was gefunden und haben dann auch immer wieder gefragt, was kostet das, was kostet der Campingstuhl, was kostet das, was kostet das. Und dann hat er dann immer irgendeinen Preis um die Ohren geworfen gehabt, wo dann die Kundschaft dann immer gesagt hat, erstmal sind die Augen groß geworden, bei jedem, bei jeder der Kundschaft. Erst sind die Augen groß geworden. Und dann haben die Kunden so, ich nenne es mal, versucht zu verhandeln, sozusagen, ja komm, für 15 Euro nehme ich dir den Campingstuhl mit, so auf die Art, ne? Und er so, nein, 30 Euro. Und dann haben die Kunden dann halt gesagt, ja okay, danke, und sind halt gegangen, wo ich mir denke, ey Alter, willst du dir was verkaufen oder willst du dir nichts verkaufen, ne? Der Kunde war gerade bereit, 15 Euro dafür zu zahlen. Ich hätte nicht mal die 15 Euro dafür bezahlt, ne? Das meine ich dann halt, ne? Also wenn der Laden schon so aussieht, dann darf man da auch keine horrenden Preise irgendwie verlangen, finde ich. Also das Auge isst mit. Und Ja, das in stimmt. dem Fall, und in dem Fall hat das Auge schon. Ja, nee, ich werde. Nee, das wird sonst böse. Das wird sonst böse. Also es war nicht appetitlich gewesen, so. Macht einfach die eigene Experience. Ne? Wenn ihr in Fulda Ja. seid, ich weiß die Straße leider nicht, aber das ist wirklich so eine Seitenstraße von der Bahnhofstraße. Da geht es immer so rein. Und dann habt ihr erkennt den Laden sofort. Wenn ihr davor steht, wisst ihr genau, was wir meinen. Also den könnt ihr nicht verwechseln. Den könnt ihr auch nicht irgendwie dran vorbeilaufen und nicht sehen. Der ist groß genug und das Schaufenster ist groß genug. Den werdet Ja. ihr auf jeden Fall finden, aber ja, macht eure eigene Experience. Genau, wenn ihr mal dran vorbeilauft, guckt mal rein. Jetzt, wenn du mal wieder in Fulda bist, gehen wir mal shoppen. Ja. Local Bring Heroes. genug Geld mit.
Oder jemand mit guten Aber Verhandlungsgeschick. Dirk, weil du gerade eben so die Augen aufgerissen hattest mit Game Shop in Fulda, Bricks and More, Ja. sage ich dir nur mal. Wie Also heißt das der Ding? Bricks and More? Bricks and More. Also Sagt mir Bricks gar wie nichts. Steine, Ja, weil er halt eben auch mit Legos viel gemacht hat oder auch viel macht. Und den kannst du auch ganz normal finden und den kannst du auch anschreiben. Kannst auch im Internet kannst hat er von seinem Shop, sage ich mal, auch ein paar Bilder reingetan. Also wenn es mich dann wieder juckt, nur diesmal habe ich jetzt nicht nachgefragt gehabt. Ich muss auch ehrlich sagen, er kam jetzt gar nicht in den Sinn, weil ich jetzt auf den Second-Hand-Laden so fokussiert war. Sonst wäre ich da auch noch mal vorbeigefahren. Aber der hat wirklich eine beachtliche Auswahl, muss ich echt sagen. Und das in sämtlichen Konsolenvariationen an Games und alles Mögliche, auch an Geräten und so. Höre Aber ich zum ersten Mal. man muss halt auch wirklich sagen, sein Hauptverdienst ist halt wirklich, er geht nach dem Markt. Also wenn ein Game im Schnitt das kostet, dann ruft er das dann auch aus. Und wenn du natürlich das ein oder andere ein bisschen mehr mitnimmst, kannst du den einen oder anderen Euro natürlich noch runterhandeln. Aber im Groben und Ganzen, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Ah, müsst ihr nochmal gucken. Michael, heißt er Michael? Auf jeden Fall Bricks and More. Wer Interesse hat, sehr fair Also wenn und ich sehr gute Bricks and More Auswahl. in Fulda eingebe, kriege ich Ice and More. Die wollen die Brillen andrehen. Nee, nee, nee. Bricks and More, so heißt er. Und wenn nicht, muss man bei eBay Kleinanzeigen oder so mal irgendwo reingehen. Also geben tut's ihn auf jeden Fall. Und der ist Jedenfalls ist er bei. in der Dingstraße da. Oh ja, die kenne ich auch. Die ist gut. Ja, ne? Da, wo das Bermuda-Dreieck ist, wo früher, na, so die Seitenstraße, da wo der, was ist das, der Gemüsemarkt ist das, ne? Der Buttermarkt, der ist unten, der Gemüsemarkt, der ist oben. Und die Parallelstraße rechts vom Gemüsemarkt, hinten dran, da hinten in der Straße, in einer der Wohnhäuser ist er. Okay. Und der hat wirklich, also ich muss ehrlich sagen, eine wirklich große, gute Auswahl. Außer der hat von heute auf morgen aufgehört. Aber ich habe dem letzten Mal wieder bei eBay Kleinanzeigen mal durchgestöbert, was er wieder so ein bisschen drin hat. Er hat auch einen großen Shop auf eBay, wo er alles Wichtige, sage ich mal, drin hat. Also jetzt so die 1-Euro-Artikel, die hat er jetzt nicht unbedingt drin, weil. Also wenn du bei Google eingibst, Bricks and More, bekommst du gleich den Link zu eBay. Er hat halt jetzt keine eigene Homepage, das muss man dazu sagen. Den findest du halt eben auf den Portalen, wo halt verkauft wird. Da ist er halt mit dabei. Und da habe ich schon gleich den Link eBay zu seinem Shop schon gefunden. Also wenn du da mal bist oder da mal Lust hast, kannst du bei ihm mal vorbeigucken. Ja, kann man auch machen. So, jetzt sind wir ja schon wieder zum Zocken gekommen. Ja, jetzt kommt Nils wieder dran, er darf wieder Irgendwie was weit erzählen. abgedriftet, wa? Ja, Geht immer. geht bei uns ganz schnell. So, dann meine letzte Apple TV-Serie, The Big Door Prize. Habe ich Cengiz vorhin schon empfohlen. Und zwar geht es so ein bisschen um so eine Kleinstadt. Die Hauptfigur, der wir eigentlich die meiste Zeit folgen, der ist halt Lehrer da und ja, ist jetzt so Nobody, ne? Also so ein ganz normaler Typ. Sie haben sich tatsächlich auch einen Schauspieler ausgesucht, wo ich gesagt hätte, jo, also wenn man einen sucht, der so ein ganz normaler Typ um die 40 ist, das ist genau der Richtige. Und die leben halt so da in ihrer Kleinstadt Deerfield, heißt die. Und eines Tages taucht in dem örtlichen Supermarkt der Morpho auf. Das ist so ein blauer Automat. Und da kann man sich reinsetzen. Und dann druckt er einem so eine Karte aus. Und auf der Karte steht dein wahres Lebenspotenzial. Und Hatten wir das schon mal? hatten wir das schon Irgendwie mal? klingelt da was. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Irgendwie klingelt da was. Also bei mir auf jeden Fall nicht. Vielleicht habe ich mit dir auch Aber nur darüber weiter, gesprochen, nur als du weiter. nicht da warst. Aber auf jeden Fall. Möglich. Das führt dann halt dazu, dass Leute feststellen, Mensch,
Eigentlich wollte ich mit meinem Leben mal was ganz anderes anfangen. Eigentlich wollte ich Content Creator werden. Zum Beispiel. Ne, irgendwie sowas in der Richtung. Also, was weiß ich, zum Beispiel, du bist jetzt halt Angestellter da in dem Laden und dann ziehst du die Karte und dann steht da Regisseur drauf. Und dann merkst du, jo, eigentlich wollte ich irgendwie mein Leben mal anders gestalten. Und das führt halt dazu, dass diese Leute in der Kleinstadt alle so ein bisschen durchdrehen und versuchen, ihr Leben zu verändern. Und ich fand das wirklich ganz interessant. Also das war eine wirklich ganz interessante, spannende Serie, die auch auf einem Buch basiert, wenn ich mich da so recht entsinne. Und ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Jo, habe Okay. ich aufgeschrieben, weil ich fand es auch Genauso interessant. wie Shrinking, was wir übrigens auch nochmal fertig geguckt haben, aber das hatten wir auch schon mal. Wenn wir schon bei der Masse an Apple Plus Serien sind, komme ich jetzt endlich mal in den Genuss mit dir über Ted Lasso zu sprechen. Oh, schön. Ich habe dir ja mal zwischenzeitlich irgendwann mal eine Nachricht geschickt gehabt, ob du den Film Die Indianer von Cleveland schon mal gesehen hast, aus den 80ern. Habe ich nicht und habe ich natürlich jetzt auch nicht nachgeholt. Nee, kein Ding, aber wenn du mal drüber stolperst, das wird mich echt mal interessieren, wenn du dir den Film mal anguckst. Aber war es da nicht Baseball? Ja, da ging es um Baseball. Und ich hätte in der ersten Staffel, schon nach den ersten Folgen, das war so eine Serie oder ist so eine Serie, die habe ich wieder mit meinem Chef zeitgleich geschaut, weil wir immer so parallel ein, zwei Serien haben, die wir uns immer zusammen anschauen, damit wir drüber quatschen können. Ich habe schon nach den ersten Folgen gemeint gehabt, habe ich ihn gefragt, woran erinnert dich denn diese Serie? Und er wusste darauf keine Antwort und da habe ich gemeint gehabt, also in meinen Augen voll an die Indianer von Cleveland. Und da musst du so überlegen, weil der kannte den Film ja auch, aber konnte jetzt keine wirkliche Verbindung aufbauen. Ist wahrscheinlich auch schon viel zu lange her. Also ich gehe jetzt da auch schon so weit, weil als Producer ist ja auch der Jason Sudeikis, der den Ted Lasso spielt, ist ja von Anfang an der Producer davon gewesen. Ich bin felsenfest der Meinung, dass er in der Jetztzeit irgendwann sich die Indianer von Cleveland angeschaut hat und gesagt hat, da mache ich eine Serie Okay. draus. Interessant. Und das Lustige daran ist, in der letzten Staffel, in der dritten Staffel, und ich hoffe, dass Ted Lasso echt nur bei drei Staffeln bleibt, also wenn die jetzt echt nur anfangen, eine vierte Also, Staffel zu machen, nee. dann hasse ich die Macher jetzt schon wieder dafür, weil für mich ist das ein abgeschlossenes, rundes Ding und bitte, bitte, bitte belass es dabei. Aber Macht was? solche Serien nicht kaputt. Ja, weil ihr überlegt wird, ob eine vierte Staffel jetzt doch noch kommen soll oder nicht. Aber die haben das doch zugemacht. Also ich weiß nicht, wie man da jetzt noch eine vierte Staffel rein operieren sollte. Ja, er kommt nochmal zurück und holt den Pott. Boah, nee. Also das will La ich aber la auch la nicht la sehen. la. Hast du gerade gespoilert? Nein. Fand ich jetzt keinen Gut. Spoiler, ehrlich gesagt. Also, Und nee, da kann nichts mehr kommen. ja, also ich hoffe auch, dass es so bleibt. Und auf jeden Fall, was ich eben so geil fand, der Film, die Serie lebt ja eigentlich von den Sprüchen. Also ganz kurz, ich spule nochmal kurz zurück. Ted Lasso war ja echt in aller Munde gewesen und die verschiedenen Podcasts und alles, die ich ja sonst auch noch so höre, jeder schwärmt ja von Ted Lasso. Dass das ja wirklich eine sehr gute Serie ist und so eine positiv stimmende Serie und alles Mögliche. Vielleicht waren das dann ein paar Superlativen zu viel, weil wie ich dann angefangen habe, die Serie zu gucken, war sie für mich okay. Sie hat hier und da wirklich ihre sehr, sehr guten Momente und ich musste ein paar Mal wirklich lachen. Und ich habe bei dieser Serie, ich weiß nicht warum, aber ich hatte gleich das Gefühl gehabt, diese Serie guckst du dir gleich auf Englisch an. Die guckst du dir erst gar nicht auf Deutsch an. Und ich habe das auch gemacht, wobei ich ehrlich zugeben muss, ich musste die mit Untertitel gucken, weil wenn die zum Teil in ihrem Liverpooler Dialekt und hart Englisch aus der letzten Ecke Dialekt und da kommen ja so viele verschiedene englische Dialekte zusammen, no chance. Ich war dann raus gewesen.
Spätestens wo der Jamie Tart, wenn der gesprochen hat mit seinem Liverpooler Dialekt, ich habe kein Wort verstanden. Ich musste es lesen, weil die ja gewisse Wörter und Buchstaben anders da aussprechen. Ich musste es lesen. Es ging echt nicht anders da. Aber es ging. Ich konnte mitlesen, ich konnte mithalten, ich konnte sehr vieles verstehen. Und die Jokes, da waren so viele Jokes gewesen, wo ich mir gesagt habe, jetzt musst du mal zurückspulen und dir diese Stelle auf Deutsch anhören, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf Deutsch diesen Witz bringen, weil der im Deutschen gar nicht funktionieren würde. Und da waren so viele Jokes gewesen, auch popkulturelle Sachen, Anspielungen, jede Menge, die im Englischen, im Original so lustig waren, wo ich so oft den Moment hatte, 2 Sekunden lang Totenstille und dann musste ich aus dem Nichts, musste ich loslachen, bis ich es begriffen hatte. Und das war so oft gewesen und dafür muss ich echt sagen, fand ich die Serie super. Und um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zu Indiana von Cleveland, die Serie hat sich noch nicht einmal ein Hehl draus gemacht, in der dritten Staffel einen sehr bekannten Spruch aus dem Film direkt zu kopieren. Und spätestens da habe ich mir gedacht gehabt, die Vorlage ist die Indianer von Cleveland. Geht gar nicht anders, weil sie den Satz 1:1 übernommen haben. Und das fand ich so lustig. Und wie ich das gehört hatte, ich konnte mein Ohr nicht trauen. Ich habe diese Szene 4-mal zurückgespult und habe mir das nochmal angehört und ich musste so lachen. Plus noch zusätzlich lachen. Okay, spätestens jetzt gibt die Serie extra zu, dass sie sich das von dem Film abgeschaut haben. Ja, das wollte ich eigentlich nur mit dir Ja, bequatschen. aber du fandest sie jetzt nur okay. Ich fand sie okay bis sehr gut. Ich fand sie jetzt, man hat richtig die Handschrift herausgesehen, dass die Macher von der Serie, die Schreiberlinge von der Serie, Scrubs gemacht haben. Weil es ist schon sehr Scrubs-verdächtig, nur halt in die heutige Zeit übernommen, das Ganze. Und einfach nur das Szenario geändert. Du bist halt von einem Krankenhaus jetzt bei einem Fußballverein. Wobei, und da hat sich mein Chef wahnsinnig drüber aufgeregt, der hat die Serie, ich sag's jetzt mal so plump und so bös, der hat die Serie nicht verstanden, weil er ist halt ein absoluter Fußballfan. Und er hat gemeint, keine Serie oder kein Fußballverein auf dieser Welt funktioniert so, wie das in dieser Serie dargestellt wird. Und ich musste so oft in sein Gewissen einreden, vergesst den Fußballverein. Vergesst die Premier League, das könnte genauso gut eine Synchronschwimmermannschaft sein oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur das Product Placement. Man hat halt einfach Fußball und die Premier League genommen, weil in meinen Augen verkauft sich dadurch die Serie halt nochmal mehr, weil du halt einfach die Fußballfans damit auch ein Stück weit abholst. Weil eigentlich geht es überhaupt gar nicht um Fußball. Der Fußball, der ist fünftrangig, würde ich behaupten. Ja, wobei ich ja sagen muss, ja, also der Fußball ist natürlich nur ein Vehikel, um uns diese Genau. netten menschlichen Situationen quasi näher zu bringen. Genau. Ja. Sie haben aber auf der anderen Seite natürlich schon trotzdem geile Fußballer-Klischees auch eingebaut, Übelst. ne? Natürlich. Natürlich. Absolut. Absolut. Und diese Klischees halt wirklich auf die Spitze getrieben. Ja. Aber das ist ja dann auch der Witz. Also da muss man dann halt auch sein, wenn man Fußball Enthusiast ist, so möchte ich es behaupten, musst du deinen Enthusiasmus, musst du hier echt zurückschrauben, weil sonst deckt sich jeder Fußballfan, ja, was ist denn das für ein Scheiß? Obwohl, wie Ja. du schon sagst, Fußball ist hier nur das Vehikel dafür und es bedient sich natürlich an den Klischees des Fußballs. Ich muss halt sagen, ich fand, die dritte Staffel ist leider total abgefallen im Gegensatz zu den ersten beiden. Ich weiß nicht, wie es dir ging als jemand, der das generell nur so okay fand, aber ich fand die ersten beiden Staffeln wirklich herausragend und halt auch sehr emotional und die haben mich wirklich gepackt. Also die Art und Weise, wie Ted Lasso mit den Leuten umgeht und wirklich versucht, das Beste aus denen rauszuholen, das war so herzlich teilweise, dass mich echt gerührt hat. Und in der dritten Staffel habe ich das Gefühl gehabt, die haben komplett vergessen, wo sie hinwollen. Also
Ich habe teilweise das Gefühl gehabt, die hatten einfach irgendeine Idee und haben daraus eine Folge gemacht und es gab überhaupt keinen roten Faden. Also ich fand die dritte Staffel war so ein Qualitätsverlust, dass sie am Ende eigentlich, am Ende war es natürlich wieder versöhnlich, aber ich war dann auch froh, dass es vorbei war und die das nicht noch weiter ruinieren können. Ja, und ich glaube, weil ich jetzt die Serie okay fand und ich will okay, das Wort okay jetzt hier keinesfalls benutzen für okay in Richtung schlecht oder minderwertig, sondern wirklich in Richtung einer sehr guten Serie. Wobei das eigentlich eine Sitcom ist ohne Lachen im Hintergrund. So kannst du es eigentlich schon sagen. Also es ist ja keine ernste Serie im Sinne von Game of Thrones oder was weiß ich. Also so eine richtige Serie, wo eine Story durchgeht, sondern das ist eigentlich eine Sitcom, nur ohne Lachen im Hintergrund. Und dafür, glaube ich, war der Level von Staffel 1 von Beginn. Zu Beginn fand ich das, da war ich selber noch ein bisschen euphorisch gewesen und fand das stellenweise echt noch fast lustiger. Aber dann 2 und 3, das war für mich so alles ein Level gewesen. Also ich fand von vorne bis hinten fand ich's durchgehend ein Level. So möchte ich das behaupten. So möchte ich die Serie abschließen. Ich werde sie irgendwann mal anfangen. Dauert noch ein bisschen. Gut. Aber ich fand sie wirklich gut. Ich fand sie wirklich gut. Auf jeden Fall. Also ich bin froh, dass ich sie geguckt habe und bereue nichts, dass ich sie geguckt habe. Ganz im Gegenteil, ich finde die Hommage an die Indianer von Cleveland, weil die Indianer von Cleveland ist einer meiner absoluten Lieblingssportfilme und auch 80er-Jahre-Filme. Also in mein Top 50 oder sowas mit dabei, auf jeden Fall. Und ich finde, dass Ted Lasso eine wahnsinnig schöne Hommage an die Indianer von Cleveland ist. Ja, Habe so ich auch nie möchte ich es. gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber ich werde mir den jetzt bestimmt mal angucken. Ich habe gerade festgestellt, es gibt davon auch einen zweiten Teil. Der ist scheiße, den brauchst du Ja. dir gar nicht angucken. Den kannst du komplett vergessen. Da ist alles einfach nur Kacke. Okay. Der Erfolg vom ersten Teil, mit dem keiner gerechnet hat, war dann natürlich sofort klar gewesen, okay, wir machen einen zweiten Teil. Scheißegal, wie der wird, Hauptsache, wir machen einen zweiten Teil und der Erfolg wird dann einfach kommen. Und das ging dann, das ist einer der typischen Filme, wo sie sich Teil 2 tatsächlich komplett hätten sparen können. Wie gerade Ja, ist, ist ja wirklich so. wenn man den Film auf Blu-ray kaufen wollen würde, dann kriegst du eh nur die Trilogie. Trilogie. Ja. Da gibt es noch einen Ja. dritten? Das Ja. gibt ja Im doch, ja. Original heißt er offensichtlich Major League, dann Major Genau. League 2 und dann Major League Back to the Minors. Wow. Aber mit Also Charlie Sheen und Wesley Snipes. schon der Spoiler, dass im dritten Teil, dass in der Liga absteigen. Aber hey, da schließt sich ja dann sogar der Kreis. Aber jetzt spoilere ich nicht, weil das weißt du und das weiß ich, weil wir die Serie gesehen haben. Aber Aber Dirk das würde weiß das ein, nicht. ja, aber das würde ein Stück weit, der Titel ist schon ein Spoiler sozusagen. Ja, Wesley Snipes damals seine Durchbruchrolle, sagt jeder. Der hat Nate? zwar in dem, nein, 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 dass er überhaupt zum Star wurde, dass er als Star überhaupt entdeckt wurde, ist Major League. Oder zu Deutsch die Indianer von Cleveland, da ist er entdeckt worden, mehr oder weniger. Der ist da mit reingerutscht in den Cast, obwohl er da nicht mit dabei hätte sein sollen. Und das war der Durchbruch für ihn. Gesundheit. Und Danke. Gesundheit. Und ja, Charlie Sheen auch in einer seiner damaligen ersten Rollen. Wobei, wie war das gewesen? Gibt es auch eine kleine Anekdote davon, weil in dem Film spielt ja auch Tom Berenger mit. Er ist Oh Gott, jetzt geht's los. neben Charlie Sheen und Wesley Snipes der eigentliche Hauptdarsteller und zu dem Zeitpunkt ja sogar der bekannteste Schauspieler in dem Film. Und Tom Berenger und Charlie Sheen haben vor die Indianer von Cleveland ein paar Wochen, Monate davor erst Platoon zusammengedreht gehabt,
Wir waren ja in dem Film Platoon zusammen mit dabei gewesen. Ist ja fast das Gleiche. Fast. Gesundheit. So, ja, alle guten Dinge sind drei und das ist gut, oder? Ab dem vierten Mal musst du aufwischen. Ja. Gut möglich. Ja, komm, ich mach noch weiter. Ich habe ja noch mehr. Ich weiß gar nicht. Dirk, das musst du mir jetzt sagen. Haben wir darüber gesprochen, dass ich mit meiner Freundin nochmal The Soul geguckt habe? Ja. Okay, dann ist das schon mal raus. Dann habe ich wieder mal ein bisschen Mayday geguckt. Also Flugzeugabstürze. Ist halt so eine amerikanische Doku-Sendung. Ja, ne? Mehr brauche ich dazu eigentlich nicht sagen. Dann habe ich natürlich irgendwie 100.000 Folgen Markus Lanz geguckt und 100.000 irgendwelche Arte-Dokumentationen. Da würde ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Was ich hier auf meiner Liste habe, was eigentlich noch interessant ist, das ist Oppenheimer. Oh, okay. Denn ja, hau raus. Oppenheimer hat mich jetzt tatsächlich dazu bewogen. Ich meine, ich wohne hier jetzt ein Jahr und ich war das erste Mal hier im Kino. Und ich muss sagen, ich fand den fantastisch. Also ich fand den wirklich richtig gut. Am Anfang, also ich war mit einem Arbeitskollegen da und der hat das so beschrieben und das, da würde ich eigentlich auch mitgehen. So die erste halbe Stunde sitzt man noch da und denkt sich, ja, wo geht das eigentlich hin? Also in welche Richtung? Und nach der halben Stunde, wenn dir dann so klar wird, wie der Film eigentlich abläuft, ab da hat er einen richtig reingesogen. Also ich hatte ja wirklich Sorgen, weil der ja so lang ist, ne? Weil der drei Stunden geht. Aber ich fand den mega spannend und es gab keine Pause und ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass es lang war, sondern der war so interessant, dass ich von Anfang bis Ende dann quasi gefesselt war. Der lebt natürlich vom Schauspiel. Also das ist ein Film, wenn man den guckt, dann muss man schon auf geiles Schauspielerkino stehen. Wenn man den jetzt guckt, weil man einen Christopher Nolan-Film sehen will, der so ist wie andere Christopher Nolan-Filme, dann fliegt man damit aufs Maul. Und dann geht man raus und sagt, das ist ja totale Rotze. Also das ist wirklich ein Film, wo du dich drauf einstellen musst, dass 180 Minuten geil geschauspielert wird. Und das war's, mehr oder weniger. Natürlich, es gibt den ein oder anderen Special Effekt, aber das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und dem muss man sich bewusst sein und dann kann man damit sehr viel Spaß haben, finde ich. Und eine wirklich gute Zeit haben und ich würde ihn mir nochmal angucken. Und was man vielleicht auch sagen muss, was man Christopher Nolan ja immer vorgeworfen hat, dass er es nicht schafft, dass man irgendwie emotional gepackt ist. Also, dass einem die Figuren mehr oder weniger scheißegal sind. Das hat er jetzt in dem Fall in meinen Augen geschafft. Kann ich gar nicht behaupten. Doch, ich finde, die meisten sind schon irgendwie. Also, in Interstellar, das, jedes Mal, wenn ich den Film sehe, der geht mir voll an die Substanz. Die Schlussszene mit der dramatischen Musik. Ich muss mich da immer zurückhalten, dass ich nicht in Tränen ausbreche. Ja. Geht mir komischerweise nicht ganz so, aber okay. Aber deswegen muss ich zum Beispiel auch sagen, ja, alles schön und gut, der ist auf IMAX gedreht und so, da habt ihr ja wahrscheinlich schon drüber gesprochen, aber das hätte es jetzt nicht gebraucht, in meinen Augen, dafür die größte Leinwand Europas aufzusuchen. Der Welt sogar, der Welt. Der Welt, oh. Ich muss auch sagen, ich habe mich dann auch gewundert, so, okay, warum wird das so angepriesen als der IMAX-Film? Natürlich kommt das in IMAX nur schön groß und sowas, aber da kenne ich andere Filme, wo du sagst, so, boah, da wirkt ein Film richtig auf IMAX. Wenn du ein Avatar auf IMAX guckst, ist wahrscheinlich eine ganz andere Sache. Der Film ist halt, man darf halt nicht verwechseln. Oppenheimer ist kein Action-Film. Das ist halt jetzt kein Film, wo es die ganze Zeit um Krach-Bumm geht, sondern es geht halt eher um Charaktere. Es geht halt eher um die Person und Gespräche untereinander etc. Und das ist halt jetzt auf einer großen Leinwand jetzt nicht so bombastisch. Jedenfalls nicht mehr als auf einer kleinen. Also meiner Meinung nach brauchst du jetzt nicht unbedingt einen IMAX für. Aber das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, was ich mir so gedacht habe,
Alter, Christopher Nolan ist jetzt einfach auch bei einem Status angekommen, wo es so ist wie bei Quentin Tarantino, wo jede kleine Kackrolle mit einem bekannten Gesicht besetzt ist. Also, ich saß in dem Film und habe gedacht, oh Mensch, den kennst du. Und den kennst du auch. Und ist das nicht Josh Hartnett? Aber der sieht ganz anders aus. Ach ja, und den kennst du doch auch. Das ist doch David Krumholz hier von Numbers, der Typ. Der hat mich am meisten quasi überrascht, weil man den fast nicht wiedererkennt. Und so ging das den ganzen Film, dass ich wirklich dachte, Alter, jede Rolle ist geil besetzt. Das habe ich auch gelesen. Also die Cast, die muss ja gigantisch sein für den Film. Und wer wohl auch herausstechend sein soll, ist Robert Downey Jr. In so einer Ja. ernsten Rolle muss er anscheinend einen verdammt guten Job geleistet haben, was das Schauspielerische angeht. Ich muss halt sagen, bei Robert Downey Jr. habe ich grundsätzlich das Problem, dass ich nicht aufhören kann, Robert Downey Jr. zu sehen. Also da war es Ja. mir jetzt mit Cillian Murphy ein bisschen einfacher, weil da habe ich dann halt Oppenheimer gesehen, aber das gelingt mir bei Robert Downey Jr. halt nicht, obwohl er den ja glücklicherweise den er gespielt hat, nicht gespielt hat wie in Iron Man. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Bei Robert Downey hat man mittlerweile viele Rollen, so wie wir das mit Adam Sandler und Seth Rogen hatten, dass so der Grundton immer ein Robert Downey Jr. rauskommt. Und das, was ich eben auch gehört hatte, das muss wohl eben in der Rolle gar nicht so sein. Also der muss da wirklich eine Rolle spielen und nicht Robert Downey Jr. spielen. Und ich habe Oppenheimer leider immer noch nicht gesehen, aber ich bin fast schon so weit sagen zu können, dass ein Großteil ich auch den Film wegen Robert Downey Jr. sehen wollen würde. Ja, geh Und ins Kino, noch kannst du. ja. Aber jetzt, wenn ich euch beide da hier dran habe, ich weiß jetzt gar nicht, Dirk, ob ich dich das beim letzten Mal gefragt hatte, weil dem Trailer nach hat man ja auch diese Schwarz-Weiß-Sequenz mit dabei und die suggerieren ja, dass das praktisch ein Zeitsprung ist. Also der Film, der scheint in einer späteren Zeit zu spielen, das, was uns in Schwarz-Weiß gezeigt wird, und dann haben wir die Zeitsprünge in Farbe, wo dann die Geschichte von Oppenheimer erzählt. Ist das so? Habe ich das Ich glaube, einigermaßen richtig gelesen? wenn ich das so habe, es gibt halt eine Rahmenhandlung. Also jetzt ohne, das ist jetzt kein großer Spoiler, Robert Downey Jr. ist halt ein Politiker und der will Handelsminister werden und muss deswegen vom Senat befragt werden. Und ein Teil der Befragung ist halt seine Beziehung zu Oppenheimer. Das ist die Rahmenhandlung und die ist in Schwarz-Weiß. Okay. Und alles, was davor quasi war, das ist in Farbe. So habe ich Das ist das in dann der Erinnerung. Film als Genau. solches. Also, was ich gehört habe, beziehungsweise was ich gelesen habe, ist das, was aus der Sicht von Oppenheimer ist. Das ist in Farbe. Und der Rest ist eher objektiv. Ich habe es jetzt aber nicht nachkontrolliert, ob das wirklich jetzt so ist, aber ich sehe schon, es gibt verschiedene Interpretationen dazu, Aber warum das eine schwarz-weiß ist und das andere nicht. ich muss auch sagen, ich fand den Film so spannend. Ich habe das, glaube ich, gar nicht mehr so richtig mitgeschnitten, was schwarz-weiß und was Farbe ist, weil ich war echt so drin. Also ich muss sagen, mich hat schon lange kein Film mehr so gefesselt, obwohl man rein objektiv sagen kann, naja, so spannend ist der ja gar nicht. Ja gut, es sind halt mehr Gespräche halt, aber Ja. auch die können spannend sein. Ja, für mich ist klar, es wird halt einfach nur, das ist ein Biopic in Form eines Hollywood-Films. Da wird halt einfach die Geschichte und das Zusammenkommen und das Erbauen dieser Atombombe wird halt einfach nur für mich erzählt, um es jetzt einfach mal so grob in den Raum zu werfen. Ja, wobei ich sagen würde, es ist zum Glück kein typisches Biopic, wo man einfach das so die Stationen abfrühstückt, die da so passiert sind. Ja, guck ihn dir mal an und dann müssen wir nochmal darüber sprechen, glaube ich. Aber der hat ganz interessante Ideen, finde ich. Und es geht ganz viel darum, wie die Charaktere auch zueinander stehen, ne? Oder was so die Leute vielleicht motiviert, das zu tun, was sie tun. Also
Der einzige, der, glaube ich, meinem Kollegen und mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist Gary Oldman als Präsident. Der war so ein bisschen Karikatur. Ja, aber wen spielt er? Nixon, Truman? Nee, wen? Irgendeinen Präsidenten? Wer war denn zu dem Zeitpunkt? Ja, ich glaube Truman. Truman war das gewesen, ne? Warte. Ja, geschichtliches Wissen, sehr schön. Oh, ja doch, ist Truman. Ja, ey, also ich muss sagen, ich fand ja Tenet nicht so geil und ich fand ja Dunkirk auch nicht so geil, aber Oppenheimer fand ich echt wieder geil, auch wenn es nicht der typische Christopher Nolan ist. Aber gerade das war vielleicht mal ganz gut. Okay, dann streue ich noch ganz kurz ein. Dunkirk habe ich bis heute noch nicht gesehen, weil der mich von der Thematik recht wenig interessiert hat. Und Tenet finde ich einer von vielen Nolans besten Filmen. Da vertrete ich eine ganz Uff, andere Position. uff, da fangen wir jetzt bitte nicht an. Das kann wieder stundenlang gehen. Und wenn wir nicht direkt mit Game of Thrones noch anfangen, dann sind wir wieder 3 Stunden beschäftigt. Nee, müssen wir ja nicht. Ich sage nur ganz kurz, lass mich einen Satz dazu sagen. Mein Problem mit Tenet ist, ich finde, Tenet ist ein Film, das ist ein 0815-Agentenfilm, der so tut, als wäre er intelligent, dadurch, dass er diese komische Zeitnummer mit reinmacht. Und ich sage dir, genau das ist das Intelligente, weil du kannst, glaube ich, und ich habe im Kino, ich weiß nicht, haben wir das sogar, ich habe gerade eben wie ein Déjà-vu, als ob ich das schon mal gesagt hätte. Im Kino mit meinem Kinobuddy haben wir den Film geguckt und im Kino war eine bestimmte Stelle und was ich nie mache, und ich habe mir den Film danach dann auch nochmal auf Blu-ray zu Hause angeschaut und habe wieder nicht drauf geguckt. Ich bin der Meinung, dass ich im Kino während des Films an einem Punkt gesagt habe, und ab hier läuft der Film rückwärts. Also ich glaube, wenn du den Film, sagen wir mal, der Film, der geht 2 Stunden, 120 Minuten, dann ist in dem Film genau bei Minute 60 der Schlüsselpunkt, wo der Film anfängt rückwärts zu laufen. Weil du kannst den Film von vorne, du kannst den, jetzt mal ganz blöd gesagt, du kannst den von vorne nach hinten anschauen und du kannst ihn von hinten nach vorne anschauen. Ja. Und das ist der Clou an diesem Film und das ist das, was mich halt wahnsinnig beeindruckt hat. Habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ist schon wieder 3 Jahre her. Alles wieder weg. Ja, vielleicht müssen wir ihn noch mal gucken, aber ich war eher unterwältigt. Aber wir haben, ich glaube, die längste Debatte darüber gab es, als ich den beim Jahresrückblick 2020 als meine Enttäuschung Platz 10 hatte. Ja, wir müssen mal wieder einen Jahresrückblick machen, das war lustig. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, keinen, oder? Ja, aber das liegt, glaube ich, auch daran, also das größte Problem ist ja, dass wir jetzt nicht mehr gemeinschaftlich Filme gucken. Also der Vorteil im Oh, Jahr da war, das stimmt, 2020 war ja halt, dass wir immer das Gleiche geguckt haben. Aber jetzt wäre es ja so, ja. ich würde dann sagen, ja, also mein Highlight des Jahres war Film XY, den ich auf Disney Plus geguckt habe. Und dann sagt ihr, ja, keine Kenne ich Ahnung. nicht. Ja, Ja, genau. okay, gut, hast du recht, hast du recht, hast du recht. Ja, müssen wir mal Movie vs. Movie irgendwie an den Start bringen, dann haben wir noch ein paar Filme gemeinsam geguckt. Aber ob das diesmal noch was wird, ich weiß es mittlerweile nicht mehr. Ich bin Wir durch. werden sehen. We will see. We will see. So sieht's aus. Ja, so viel habe ich eigentlich gar nicht gesehen. Habe ich noch irgendwas gemacht? Nö, ich habe eigentlich One Piece geguckt und ich habe Fisherman's Friend 2 gesehen. Ja, der Cengiz hat ihn auch gesehen. Zweiter Teil von einem netten Film, wo der zweite Teil genauso nett ist. Nee, eigentlich noch nicht mal. Eigentlich ist der zweite schlechter als der erste. Ich muss sagen, der erste war besser. Geht halt um eine Shanty-Band in Cornwall. Ne, also irgendwie England. Gibt es dann so eine Shanty-Band, die sich dann zusammenschließt. Das war im ersten Teil gewesen. Jetzt haben wir den zweiten Teil und dann sind sie schon ein bisschen berühmter. Haben aber auch so ihre Problemchen, weil der Plattenverlag sagt so, ne, weiß nicht, ob das noch, ne, ob wir die repräsentieren können. Weil auch gerade der Leadsänger, sag ich mal, der ist dann ein bisschen eigen. Und da gibt es wohl so ein, zwei, drei Sachen, die er dann raushaut, wo die dann sagen so, nee, tut mir leid, da können wir halt nicht mehr hinterstehen, da können wir das Album halt nicht mehr rausbringen. Und jetzt versuchen sie natürlich da das wieder
alles ins Lot zu bringen. Geht gar nicht so lange, ist ein netter Film. Wer den ersten mochte, macht mir den zweiten nichts verkehrt. Ansonsten würde ich sowieso wahrscheinlich mit dem ersten anfangen, weil es mehr Sinn macht, wenn man erstmal die Charaktere kennt, bevor man da jetzt einfach irgendwo einsteigt. Weiß ich gar nicht. Cengiz, hattest du den ersten gesehen oder hast du jetzt auch Nee, nur den zweiten? ich habe Okay. nur den zweiten gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich null gestört, weil die Shanty Band besteht ja eigentlich aus 10 und Hauptcharaktere sind eigentlich nur 3, Ja, die da so immer wieder gefühlt. kommen. Und der Rest ist halt einfach nur Beiwerk. Das sind wie die Background-Sänger von irgendeiner Band oder sonst irgendetwo. Und die sind halt in dem Film oder wenn sie Auftritte haben oder im Hintergrund im Pub oder irgendwo, wenn sie sitzen, sind sie halt mit dabei. Aber redeführend das ganze Film über sind eigentlich immer drei dieselben Personen. Und Finde von ich eigentlich daher, schade. ja, aber dann wird, glaube ich, der Film, wenn du da jetzt, also. Da musst du mich jetzt korrigieren, wenn im ersten Teil schon alle Charaktere so vorgestellt wurden. Das ist 4 Jahre her. Ich weiß von dem Film nicht mehr viel, außer dass da eine Band war, Ja. die Shanty gesungen hat. Okay, ja, dann muss ich dich auch nicht fragen. Aber Guck ich ihn dir fand's an. jetzt, angenehm, muss ich ehrlich sagen, weil wenn jetzt da alle 10 Mitglieder da ihre großen Sprechrollen gehabt hätten, dann wäre das ja ein 3-Stunden-Film, weil wo willst du anfangen, wo willst du aufhören? Von daher fand ich das genau passend. Das waren die drei Hauptcharaktere. Der eine war der gefühlt der älteste von der Band. Das war so einer, der hat halt immer mal für den einen oder anderen Gag gesorgt. Dann war der jüngste in der Band. Das war so die Zweitstory in dem ganzen Ding, der mit seiner Frau so ein bisschen das private Problem hatte, weil er mit der Band halt immer wieder unterwegs ist. Und dann der Hauptcharakter, der dann auch der Bandleader ist und der ist halt so ein bisschen der Raubein und um ihn ging halt dann eigentlich so die Geschichte, möchte ich jetzt mal behaupten. Und das war für mich in der richtigen Dosierung. Also ich hätte es jetzt nicht gebraucht, dass da jeder Charakter, alle 10 da jetzt ihre Geschichte erzählen dürfen und ihre Problemchen und was weiß ich. Das wäre mir dann zu viel. Ich glaube, bei 10 Charakteren, dass alle 10 ihre Geschichte bekommen, ich glaube, irgendwann steigst du dann aus, weil du dann nicht mehr weißt, ja, auf wen soll ich mich da jetzt konzentrieren. Vor allem, das Ding basiert ja noch auf einer wahren Geschichte. Da müssen wir noch von 10 Leuten so halbwegs was Wahres zusammenkriegen, damit du dann noch sagen kannst, okay, das basiert auf was Wahres. Ja, aber dafür war das doch auch wieder gut gewesen. Ich Ja. meine, was ich bei solchen Filmen immer schön finde, wenn es dann wirklich heißt, basiert auf einer wahren Begebenheit oder nach einer wahren Geschichte. Was ich immer, 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 immer sehr sympathisch finde, ist, wenn die Endcredits anfangen und in den Endcredits du dann nochmal Einspieler, Bilder, Geschichten, irgendetwas siehst, erzählt bekommst von der in dem Fall jetzt von der tatsächlichen Band. Und dann siehst du halt wirklich Videoaufnahmen, wie die dann also die Originalcrew in ihrem Van zu diesem Festival gefahren sind. Und dann von dem Festival berichtet haben, dann auf die Bühne gelaufen sind und dann ihren Auftritt hatten. Und das waren Realaufnahmen gewesen. Also da hatten sie anscheinend einen Roadie dabei gehabt oder einer von der Band selber, der damals einen Camcorder oder irgendwas dabei hatte. Und dann haben sie dann eben in den Endcredits da ein paar Einspieler noch mitgebracht gehabt. Und so etwas, finde ich, ist immer ein wahnsinniger Sympathiepunkt für den ganzen Film, weil das. Dann glaubst du dem Film noch einmal eine Schippe mehr, dass das alles wirklich nach einer wahren Begebenheit ist. Das denke ich auch. Das finde ich auch immer aber ganz cool, wenn du mal dann die wahren Leute siehst. War ja bei Gran Turismo genauso. Da haben sie auch am Ende nochmal so gezeigt, okay, Genau. das ist jetzt der echte Jan. Der, glaube ich, auch als Stuntfahrer dann im Film mitgemacht hat. Also die haben dann schon geguckt, Genau. dass es halbwegs dann doch irgendwie nicht so hart ausdriftet, also wegdriftet von der wahren Geschichte. Sondern die hatten ja schon Leute dabei gehabt, die dann nochmal gesagt haben, so, okay, ja, na, wir bleiben mal da. Da sind wir noch halbwegs realistisch. Ja. Finde ich schön. So, nü. Tja, ja und nü. Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt noch mal kurz was erzählen soll, aber das ist jetzt nicht so die Welt. Ich habe die Woche eigentlich wieder sehr viel mit Spielen verbracht. Mit was hast du verbracht? Mit Schwimmen? Mit Spielen.
Ach, spielen. Ja, okay, gut. Macht ja auch Mit mehr Sinn. Spielen und nebenbei wieder das ein oder andere laufen lassen. Also nichts, wo ich jetzt großes Interesse bzw. große Aufmerksamkeit schenken musste. Und somit habe ich wieder mal angefangen. Ich spiele immer noch auf dem Mega Drive gerade mein Wonder Boy in Monster World, kurz davor fertig zu spielen. Während ich das gestern Abend gespielt habe, habe ich nebenbei Heartbreak Ridge geschaut. Mit Clint Eastwood, ein älterer Film, wo er einen Ausbilder für Marines spielt. Finde ich ganz lustig, auch wieder so ein Raubein und da fallen 1, 2, 3 Sprüche, die ich bis heute immer noch gerne höre und drüber lachen muss. Und Clint Eastwood einfach in seiner Paraderolle. Also ich glaube, es gibt keinen anderen, vielleicht noch Hugh Jackman in der Rolle des Wolverine, der so einen Raubein spielen kann wie Clint Eastwood. Also ich mag es einfach. Und Heartbreak Ridge, das ist jetzt auch schon Jahre her, 10, 15 Jahre, wo ich den das letzte Mal gesehen hatte. Und damals sogar auch zum ersten Mal gesehen hatte. Also ich habe den jetzt zum zweiten Mal gesehen. Und mit der Zeit, über die Jahre hinweg, wenn du, also es ganz kurz, Clint Eastwood, Ausbilder von einer, von jungen Marines, die alles auf die leichte Schippe nehmen und ihren Spaß machen und hin und her und natürlich ihn als Drill Sergeant jetzt nicht wirklich ernst nehmen. Und wie soll es dann natürlich sein? Am Ende dann natürlich dann die Truppe, die hält zusammen und keine Ahnung und dann müssen sie einen Einsatz und dann schaffen sie auch den Einsatz und alle juhu, 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 die amerikanische Army ist die geilste und die Marines sind die geilsten und hooray und ja, also da kommt dann so halt wieder der Patriotismus durch. Alles schön und gut, sage ich nichts dagegen. Es ist halt vielmehr so ein bisschen die Ausbildung, so ähnlich wie bei Starship Troopers oder wie bei Full Metal Jacket, wo es halt so die erste Stunde des Films, wo es um die Ausbildung geht, da fallen halt die meisten Jokes. Und aber wenn du da den Film heute anschaust, wie die dann da natürlich in Anführungsstrichen Krieg führen, weil die dann Einsatz auf Kuba machen müssen, dann denkst du dir natürlich, das ist lächerlich. Die würden da keine 5 Minuten überlegen, wie die dann mit ihrem MG so halb gehalten um ein Häusereck dann schießen. Und sobald du dann Schuss machst, fliegt dir das MG 10 Meter nach hinten, weil du den Rückstoß nicht auffangen kannst. Aber da musst du halt drüber hinwegsehen. Das ist, ich weiß gar nicht, Heartbreak Ridge ist das Ende 80er, Anfang 90er oder wann das war, glaube ich. Da sind die Filme halt damals so gemacht worden. Das schließt sich so in die Riege wie der Stählerne Adler und was weiß ich, was es da so alles gab zu der Zeit. Und dann musst du es halt einfach in Kauf nehmen. Aber Heartbreak Ridge 1986, also so alt ist der Film, bin ich ja gar nicht mal so verkehrt mit Stählerne Adler und was weiß ich, was es da alles gab. Der Witz ist, Ist halt, ja. ich wollte den mal kaufen und zwar aus dem Grund, dass der Film auf dem Index war. Und ich habe Ja, der ist ab den, 18 tatsächlich, ja. ich glaube, mittlerweile ist er vom Index wieder runter und ab 16. Der wurde dann nämlich neu geprüft und dann habe ich ihn nicht mehr gekauft. Ich wollte den mal bei einer meiner Österreich-Bestellungen quasi mitnehmen. Okay. Und dachte so, hier Clint Eastwood-Film steht auf dem Index, das ist bestimmt ganz geil. Und dann irgendwie ein paar Wochen später, da war er dann ab 16 und vom Index runter. Und dann war er nicht mehr ganz so interessant. Ja, das stimmt. Also Bist du ich weiß auch nicht. noch aus der Zeit, der war, dass er halt ab 18 war. Index ist jetzt für mich neu, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß, dass der Film aber definitiv ab 18 war. Und jetzt, wenn du den Film mit heutigen Augen betrachtest, muss ich dir recht geben. Der Film nach einer Neubewertung 16 ist lächerlich. Den könntest du sogar ab 12 oder irgendwas laufen lassen, weil da im Grunde ja nicht wirklich irgendwas dabei ist, was wirklich irgendwie brutal ist oder so. Das bisschen Krieg am Ende, wenn sie dann so ein paar Kubaner, also die von der Armee welche abschießen, da hast du halt eben die roten Farbtupfer, irgendwelche Platzpäckchen. Da ist jetzt aber nichts, dass da Körperteile oder Köpfe rumfliegen oder sonst irgendetwas. Also der Film hat halt null Brutalität. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt. Warum könnte er denn auf dem Index gelandet sein? Weil er ein Stück weit kriegsverherrlichend ist, vielleicht oder sowas. Mehr auch nicht. Also Das ist das Einzige, was mir da jetzt.
Wikipedia sagt tatsächlich, der Film war von 1988 bis 2013 indiziert. Nach Ablauf der 25 Jahre Frist sah die BPJM ihn jedoch nicht mehr als jugendgefährdend an. Es gab dann eine Neuprüfung und er ist jetzt ungeschnitten ab 16. Ja. Ja, 25 Jahre ist ja immer so die Grenze. Wenn der einmal ab 18 oder auf dem Index bewertet wurde, dann kannst du nach 25 Jahren einen neuen Antrag stellen als Filmverleih. Und dann wird er nochmal neu geprüft. Und wenn die dann sagen, ja, für heutige Zeit ist das ja ein harmloser Film, dann kriegt er halt ein neues Ranking. Und dann kannst du dann ab 16 natürlich nochmal neu vermarkten. A, einmal, der ist vom Index runter. Das heißt, du kannst so einen Film dann auch im Spätprogramm auf dem öffentlichen Fernsehen kannst du dann bringen. Beziehungsweise kannst du natürlich auch nochmal die Blu-ray beziehungsweise die DVD natürlich nochmal neu vermarkten. So ist es. Ja, aber nur weil er jetzt nicht mehr indiziert ist, sondern ab 16, muss er nicht heißen, dass der Film jetzt auf einmal schlecht geworden ist. Nein, der ist Nee, ja auch nicht aber schlecht. wie das immer so ist, für mich war er dann damit irgendwie weniger interessant. Ne? Weil nicht Also, mehr verboten. da ist der Reiz des Verbotenen weg. So ist es. Ja, so sieht das aus. Da muss ich wieder an deine Krabbelkiste irgendwie, was weiß ich. Ach nee, Ja, geht ja gar nicht. aber Ist Nickel. ey, ganz ehrlich, kann mich auch nicht davon freimachen. Wenn irgend so ein Film angekündigt wird, als der ist mega krass, und dann geht die Ja. FSK da dran und dann ist der ab 16, dann denke ich mir schon so, ja gut, dann ist er ja offensichtlich nicht so krass. Jeder Horrorfilm. Ja. Ja, sonst wüsste ich jetzt auch Auch nichts nichts mehr. mehr. Sind wir durch für heute, ja? Haben wir alles geschafft Ja. oder haben wir den Rest Ja. einfach vergessen? Ich Macht ja muss auch jetzt auch nichts. ins Wir haben ja noch Bettchen. eine Woche. Du musst ins Bettchen, ich sollte mal frühstücken und Und ich esse noch mal zu Abend. ja, auch nicht verkehrt. Also wir haben noch ein bisschen was vor. Dann schaffen wir bis nächste Woche vielleicht mal wieder irgendwas zu schauen, zu gucken, zu erleben, was weiß Das ich. auf jeden Und dann Fall. können wir nächste Woche wieder irgendwas Lustiges machen. Dann So vielen Dank ist fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Episode Backstage. Bis dann, haut rein. ciao, ciao. Tschüss, 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 tschüss.